Wir beginnen mit dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Das Wort hat der Bundesminister Hubertus Heil. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen an der Schwelle eines neuen Jahrzehnts. In wenigen Monaten beginnen die 20er Jahre, also die 10er Jahre enden. Und bevor wir darüber reden, wie wir in die nächsten 10 Jahre gehen, müssen wir ein bisschen vermessen, wo wir heute am Arbeitsmarkt und der Sozialpolitik stehen. Tatsache ist, meine Damen und Herren, dass der Arbeitsmarkt sich in den letzten 10 Jahren sehr, sehr gut entwickelt hat. Die Arbeitslosigkeit ist um ein Drittel reduziert worden. Heute sind über 5,5 Millionen Menschen mehr in Lohn und Brot als vor 10 Jahren. Und ich rede von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. In manchen Branchen und einigen Regionen herrscht faktisch Vollbeschäftigung. In der Grundsicherung hat es sich so entwickelt, dass über 1 Million Menschen weniger als vor 10 Jahren heute in der Grundsicherung als Langzeitarbeitslose vermeldet sind. Die Bruttolöhne in Deutschland sind im Durchschnitt um mehr als ein Viertel gestiegen, ebenso übrigens die Renten. Ich erwähne das nicht, meine Damen und Herren, um kleinzureden, vor welchen Herausforderungen wir jetzt stehen. Und ich rede nicht darüber, dass das schon die gesamte Lebenswirklichkeit in Deutschland erfasst. Aber wenn wir jetzt in die 20er Jahre gehen, dann bieten die letzten 10 Jahre das, was die Menschen in diesem Land geleistet haben, allen Grund zu realistischer Zuversicht, dass wir die Aufgaben, die wir jetzt vor uns haben, auch bewältigen können. Dieses Land kann stolz sein auf das, was in den letzten 10 Jahren geleistet wurde. Aber es geht nicht allein um gute Bilanzen und Statistiken. Es geht um mehr. Es geht um die Frage, ob wir das Kernversprechen der sozialen Marktwirtschaft erneuern. Dieses Kernversprechen ist, dass wir in diesem Land nicht nur wirtschaftliche Stärke und Reichtum für wenige wollen, sondern Wohlstand und Sicherheit für viele. Wir sagen, meine Damen und Herren, wir müssen dieses Kernversprechen erneuern, weil es für viele Menschen heute in der Lebenswirklichkeit nicht mehr Realität ist. Wenn wir Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft dieses Landes haben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass der Fortschritt, der jetzt sich abzeichnet durch technologischen Wandel, nicht ein Wandel für wenige oder für viele ist, im Sinne von Wohlstand für wenige, sondern es geht um sozialen Fortschritt für das ganze Land, meine Damen und Herren. Denn richtig ist, dass trotz aller Erfolge der letzten 10 Jahre der Aufschwung im letzten Jahrzehnt nicht bei allen Menschen angekommen ist. Und wir reden hier nicht über statistische Kollateralschäden, wir reden über ganz konkrete Lebensschicksale von Menschen. Menschen beispielsweise wie Herrn Schmidt in Heidelberg, den ich kennengelernt habe. Schmidt ist jetzt um die 40 Jahre alt, hat vor 25 Jahren einen ziemlichen Schicksalsschlag erlitten. Seine Eltern sind relativ früh gestorben. Das hat ihn aus der Bahn geworfen. Er hat Arbeit verloren, irgendwann auch seine Wohnung verloren. Er war jetzt über 20 Jahre lang langzeitarbeitslos und wie gesagt eine Zeit lang auch wohnungslos. Solche Biografien, solche Lebensschicksale von Menschen haben wir im Blick. Und ich bin froh, als ich mit Herrn Schmidt reden konnte, dass er jetzt einer von über 30.000 Menschen ist, der aufgrund des sozialen Arbeitsmarktes, den wir im letzten Jahr auf den Weg gebracht haben, Arbeit gefunden haben. Herr Schmidt arbeitet jetzt. Herr Schmidt in Heidelberg arbeitet jetzt als Hausmeister in einer Schule. Und es klingt fast wie ein Märchen in einer Waldorfschule. Aber, meine Damen und Herren, es geht eben um konkrete Menschen. Es geht auch darum, dass Arbeit einen Unterschied macht. Für Herrn Schmidt bedeutet Arbeit nicht nur Broterwerb. Es ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Es ist Kolleginnen und Kollegen zu haben. Es ist was zu leisten. Es ist Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und das dürfen wir nicht vergessen. Arbeit, meine Damen und Herren, macht den Unterschied. Und Arbeit muss den Unterschied machen, wenn es beispielsweise darum geht, die Löhne in der Pflege zu verbessern. Wir haben im Sommer das Gesetz für bessere Löhne in der Pflege beschlossen. Als Ergebnis der konzertierten Aktion Pflege zusammen mit dem Kollegen Spahn, der Kollegin Giffey, haben wir das auf den Weg gebracht, weil es nicht nur darum geht, Menschen in Arbeit zu bringen, sondern auch den Wert der Arbeit zu stärken in diesem Land. Und das gilt vor allen Dingen für die Pflege. Wir werden dafür sorgen müssen, dass im Wandel der Arbeitsgesellschaft, im Zeitalter der Digitalisierung, Digitalisierung nicht mit Ausbeutung verwechselt wird. Und wir werden in der nächsten Woche deshalb im Deutschen
Bundeskabinett dafür sorgen, dass wir endlich in der Paketbranche eine Nachunternehmerhaftung bekommen, die dafür sorgt, dass die Menschen, die beispielsweise die Pakete ausliefern, die Menschen bei Amazon so bestellen, tatsächlich unter fairen, anständigen Arbeitsbedingungen und dem notwendigen sozialen Schutz in Deutschland auch ausgeliefert werden können. Arbeit und Leistung muss einen Unterschied machen, auch für Selbstständige, die wir in das System der Alterssicherung einbeziehen wollen. Wir haben auch im Bereich der Selbstständigen immer mehr Menschen, die ganz fleißig arbeiten, aber am Ende des Tages tatsächlich in die Grundsicherung fallen. Und wir wollen und werden normal verdienende Menschen in diesem Land entlasten, zum Beispiel die Angehörigen und Kinder von Pflegebedürftigen, damit tatsächlich Pflege in diesem Land nicht zu einem sozialen Spaltungsthema für Familien wird. Das Angehörigenentlastungsgesetz ist eine Entlastung für die arbeitende Mitte in dieser Gesellschaft. Es bringt Frieden in die Familien. Auch das bringen wir auf den Weg. Aber Herr Präsident, meine Damen und Herren, Arbeit muss auch einen Unterschied machen, wenn wir über die Rente in Deutschland reden. Auch da habe ich jemanden kennengelernt in diesem Jahr, nämlich Susanne Holtkotte, die als Reinigungskraft in Bochum im Krankenhaus arbeitet. Und das ist ein harter Job. Susanne Holtkotte ist jetzt 48 Jahre alt. Sie putzt die Betten im Krankenhaus. Jeder von uns weiß, das ist eine ganz, ganz wichtige Tätigkeit für unsere Gesellschaft. Es geht um Hygiene in Krankenhäusern. Sie verdient den Mindestlohn im Gebäudereinigerhandwerk knapp über 11 Euro. Sie ist 48 Jahre alt, hat also noch 18 Jahre bis zur Rente. In 18 Jahren ist sie 41 Jahre berufstätig und hätte nach geltender Rechtslage eine Rente von nur 715 Euro. Und Susanne Holtkotte, meine Damen und Herren, ist das klassische Beispiel dafür, dass wir endlich die Grundrente in Deutschland durchsetzen müssen. Und ich sage an die Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen, ich glaube, Herr Dobrindt, dass wir als Koalition in der Lage sind, dieses Problem gemeinsam zu lösen. Mein Vorschlag liegt auf dem Tisch. Wir werden darüber verhandeln in den nächsten Wochen. Und ich bin gern bereit, dass wir über Zielgenauigkeit meines Vorschlages auch miteinander reden und das miteinander klären. Aber eins will ich Susanne Holtkotte nach 41 Jahren Berufstätigkeit ersparen. Dass sie zum Amt muss, dass sie erlebt, dass es um Fürsorgeleistung geht. Die Rente, meine Damen und Herren, ist keine Fürsorgeleistung, es ist erworbener Verdienst von Menschen, es sind Anwartschaften, die Menschen sich erworben haben. Und deshalb müssen wir unterscheiden zwischen der Grundsicherung, da geht es um existenzsichernde Leistungen, da gibt es natürlich eine Bedürftigkeitsprüfung. Wenn man nicht über die Runden kommt, muss man nachweisen, dass man die Unterstützung für existenzsichernde Leistung bekommt. Aber hier geht es ja darum, dass Menschen mehr bekommen als Existenzminimum, sondern den Lohn für die Arbeit ihres Lebens. Und deshalb meine Bitte, wir werden an Lösungen arbeiten. Ich habe erlebt, dass wir zwei Amtsvorgängerinnen hatten, Frau von der Leyen und auch in der letzten Legislaturperiode Andrea Nahles, die versucht haben, die Grundrente auf den Weg zu bringen. Ich glaube, dass wir in dieser Schwelle zum neuen Jahrzehnt es als Staat, als Gesellschaft notwendig sehen, dass wir dieses Problem zureichend lösen. Und deshalb, ich bin zuversichtlich, dass das in dieser Koalition gelingt. Wir stehen in der Pflicht. Wir werden uns einigen müssen. Wir werden Kompromisse finden müssen. Aber es muss am Ende eine Grundrente stehen, die den Namen auch verdient, meine Damen und Herren. Denn es geht nicht nur um Statistiken, es geht auch nicht um Einzelschicksale nur. Sondern es geht um die Frage, mit welcher Haltung geht diese Gesellschaft in dieses neue Jahrzehnt. Ein Jahrzehnt voller Veränderung, voller Wandel. Und wenn Sie sich gestern die Studie der Bertelsmann Stiftung angucken, müssen wir feststellen, dass trotz der guten wirtschaftlichen Lage Sorge und Ängste bis in die Mitte unserer Gesellschaft gekrochen sind. Nämlich Sorgen, wie es weitergeht, Sorgen über die Zukunft in einer Arbeitsgesellschaft, die vom digitalen Wandel geprägt ist. Und wir erleben ja auch, dass es politische Scharlatane gibt, die inzwischen diese Ängste und Sorgen schüren und versuchen, ein Geschäftsmodell daraus zu machen, ohne je ein Problem zu lösen, sondern die Gesellschaft nur zu spalten. Das muss uns als Demokratinnen und Demokraten in diesem Hause aufrütteln. Und dazu gehört auch, dass wir den Menschen nicht versprechen, dass wir sie vor dem Wandel beschützen können. Das kann Politik nicht. Aber dass wir Chancen und Schutz in Zeiten des Wandels organisieren, das ist die Aufgabe eines modernen Sozialstaates, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen wir vor allen Dingen auch den Arbeitsmarkt in den Blick nehmen.
Und das heißt ganz konkret dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten von heute auch die Arbeit von morgen machen können. Mit dem Qualifizierungschancengesetz haben wir einen wichtigen Baustein gesetzt, um in Weiterbildung zu investieren, um Fachkräftesicherung von Unternehmen zu unterstützen. Aber wir müssen mehr tun. Angesichts der konjunkturellen Risiken, die wir in der Weltwirtschaft haben, müssen wir dafür sorgen, dass wir auch in schwierigen Zeiten Beschäftigung sichern, auf Weiterbildung und Qualifizierung setzen. Das ist wirtschaftlich vernünftig, weil es die Fachkräftesicherung unterstützt. Aber es ist vor allen Dingen wichtig, damit Menschen in Zeiten rasanten Wandels spüren, dass wir es schaffen. Das ist uns vor 10 Jahren in der Finanzkrise gelungen. Olaf Scholz damals als Arbeitsminister mit den veränderten Regeln zur Kurzarbeit. Und das muss uns, falls es schwieriger wird, auch gelingen in der Verbindung dann, wenn es notwendig ist, von Kurzarbeit und Weiterbildung. Und deshalb werde ich in diesem Herbst ein Arbeit-von-morgen-Gesetz vorlegen, meine Damen und Herren. Zum Schluss. Wir stehen an dieser Schwelle zu dem 9. Jahrzehnt auch in Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Ein großer amerikanischer Präsident, und glauben Sie mir, es gab große amerikanische Präsidenten, hat in ganz anderer Zeit mal den Satz gesagt, wir haben nichts so sehr zu fürchten wie die Furcht selbst. We have nothing to fear but the fear itself, sagte Roosevelt 1933. Das waren ganz schlimme Zeiten der Depression. Das sind wir jetzt gar nicht in solchen Zeiten. Aber da die Sorgen da sind, müssen wir auch in diesem Land sagen, wir haben die Wahl zwischen Angst und realistischer Zuversicht. Und wir wählen die Zuversicht, weil wir allen Grund dafür haben, mit Mut und Zuversicht an diese Aufgaben am Arbeitsmarkt zu gehen. Das ist das, was diese Regierung gemeinsam leisten wird. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Uwe Witt, AfD. Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste des Hohen Hauses! Herr Minister Heil, wenn ich Ihre Haushaltspläne dieser Legislatur lese, und insbesondere diesen, dann frage ich mich, warum Sie Helmut Schmidts Aussage »Rate den Bürgern« nicht das Angenehmste, sondern das Beste mal wieder nicht beachtet haben. Wieder mal doktern Sie an einem maroden System herum und setzen auf bereits zigmal gescheiterte Projekte. Das ist so, als wenn Sie mit einem Fahrzeug mit kapitalem Motorschaden in die Werkstatt fahren und man tunt den Motor noch, anstatt ihn auszutauschen. Der Haushalt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ist nicht nur der größte Einzelhaushalt. Vor allen Dingen ist er derjenige, von dem direkt und indirekt die meisten Menschen in diesem Land betroffen sind. Daher ist das Motto »Weiter so« gerade bei diesem Haushaltsplan eine Katastrophe für die Bürger dieses Landes. Denn die Zeichen stehen auf Sturm. Die Experten haben düstere Prognosen. Die Zahl derer, die auf Unterstützungsleistungen aus dem Ministerium von Herrn Heil angewiesen sind, werden in den kommenden Jahren sich deutlich, wenn nicht sogar dramatisch, erhöhen. Sie sollten doch wissen, was sich da am Horizont schon deutlich zusammenbraut. Alleine die DAX-Konzerne wollen 150.000 Stellen in den nächsten 12 Monaten abbauen. Aber es wird noch schlimmer. Durch Ihre verkorkste Klimapolitik stehen besonders viele Stellen in Deutschlands Schlüsselbranche, dem Automobilbau, auf dem Spiel. Ford, Volkswagen, Audi, BMW wollen bis 2021 an ihren deutschen Standorten über 50.000 Stellen streichen. Wie Sie alle wissen, sind denn auch immer die Zulieferbetriebe mit Zehntausenden von Mitarbeitern betroffen. Continental zum Beispiel rechnet mit deutlich 5-stelligem Personalabbau. Mahle hat sein Werk in Öhringen bereits geschlossen. Meine Damen und Herren, die deutsche Autoindustrie beschäftigt 800.000 Arbeitnehmer in unserem Vaterland. Nach der aktuellen Oliver-Wiemann-Analyse benötigen die Autokonzerne durch Digitalisierung in den nächsten 10 Jahren 30% Mitarbeiter weniger. Herr Heil, Digitalisierung war das Thema, was Sie und die Bundesregierung verschlafen haben. Dazu kommt noch der Arbeitsplatzabbau aus Gründen der verkorksten Klimapolitik und der Rezession. Ich mag gar nicht daran denken, was passiert, wenn hier insgesamt 45% von 800.000 Arbeitsplätzen abgebaut werden. Sie aber, Herr Heil, rechnen in Ihrem Haushaltsentwurf mit Einsparungen von über 900 Millionen Euro, gerade im Arbeitslosengeld II-Bezug, obwohl Sie wissen müssten, was sich in Deutschland zusammenbaut.
Wer erinnert sich nicht an Konzerne wie Schlecker, Air Berlin, Quelle AG, Baukonzern Philipp Holzmann AG und den Autobauer Karmann, die von heute auf morgen vom Markt verschwunden sind? Analysten des Deutschen Instituts für Wirtschaft gehen bereits jetzt von einem Schrumpfen der Wirtschaft aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und Sie wissen, was das bedeutet, Rezession. Rezession bedeutet sinkende Steuereinnahmen, bedeutet erhöhten Druck auf die Rentenversicherung, weil die Einnahmen sinken und die Ausgaben werden durch die Babyboomer immer weiter steigen. Weiter bedeutet Rezession aber auch sinkende Einnahmen bei der Arbeitslosenversicherung und der Heil, hören Sie genau zu, bei gleichzeitig steigenden, nicht sinkenden Ausgaben des Staates. Und diese Veränderungen an Arbeitsmarkt und Wirtschaft können dann genauso hart einschlagen wie seinerzeit in den schon nicht mehr so neuen Bundesländern. Deindustrialisierte Landstriche, kleine Klammerkommunen, Niedriglohnsektor. Noch heute ist der Lohnunterschied zwischen Ost und West eklatant. Und noch immer ist eine Lohnangleichung zwischen Ost und West in weiter Ferne. Es kann doch nicht sein, dass ein Facharbeiter aus dem Bereich Metallbau im Osten 35% weniger Lohn erhält als der Metallbauer im Westen. Womit soll man das rechtfertigen? Sie reden zwar ständig von sozialer Gerechtigkeit, aber Ihre Interpretation von sozialer Gerechtigkeit verstehen Ihre ehemaligen Wähler schon lange nicht mehr, Herr Heil. Daher ist es verdammt nochmal unsere Pflicht und Schuldigkeit gegenüber dem Steuerzahler, mit mehr als kritischem Blick den Haushaltsentwurf für Arbeit und Soziales, den Sie hier vorstellen, zu hinterfragen. Beispielsweise das Programm für den sozialen Arbeitsmarkt, das sich einreiht in eine lange Reihe bereits gescheiterter Vorgängerprogramme. Sie investieren in einen fiktiven sozialen Arbeitsmarkt und der tatsächliche Arbeitsmarkt bricht zusammen. Da stellt sich die Frage, wissen Sie eigentlich überhaupt, was Sie da machen, Herr Heil, oder spielen Sie Vogelstrauß? Das hat auch nichts mit gesundem Optimismus zu tun. Da ist eine Rezession im Anmarsch und Herr Heil macht Sandkastenspiele mit einem Versuch eines sozialen Arbeitsmarktes, obwohl nachweislich alle vorherigen ähnlichen Versuche gescheitert sind. Ich gehe nicht so weit wie Ihr Genosse Kaas in seiner Rede vorgestern mit seinen Aussagen über die AfD. Aber liebe SPD, wenn man mit kurzsichtiger sozialistischer Politik aus dem einst blühenden Wirtschaftsstandort Deutschland ein Land der Bauern und Hartz-IV-Empfänger machen will, dann gehören Sie als Regierungspartei verboten und ich hoffe schnellstens auf Neuwahlen. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, denn Sie verkennen die Zeichen der Zeit und gehen weiterhin von einer guten Konjunktur für Deutschland aus. Anders kann man diesen von Ihrem Ministerium vorgelegten Haushaltsplan nicht interpretieren. Dieser Haushaltsentwurf hält vor dem Hintergrund der gravierendsten Veränderungen, die uns ins Haus stehen, einer kritischen Prüfung nicht stand. Insbesondere, da nicht in ausreichendem Maße Vorsorge für diese Veränderungen getroffen wurde. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Und eines gebe ich Ihnen, Herr Minister Heil, noch mit auf den Weg. Dieses Land kann es sich nicht leisten, einen Vorschlag nicht ernsthaft zu prüfen, nur weil er vermeintlich von den Falschen, nämlich der AfD, kommt. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Hermann Gröhe, CDU-CSU. Herr Präsident, Herr Minister, lieber Hubertus Heil, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn wir über den Einzelplan 11, den Haushalt des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung reden, dann reden wir mit Abstand über den größten Etat im Bundeshaushalt nach gerade 149 Milliarden Euro, 3,3 Milliarden mehr als im laufenden Jahr, 10 Milliarden mehr als 2018. All dies zeigt, Deutschland ist ein leistungsstarker Sozialstaat. Darauf sind wir stolz. Und wer dies als marodes System diffamiert, will mit schäbiger Absicht Angst schüren. Das hat mit der Realität in diesem Land nichts zu tun, meine Damen, meine Herren. Wir verfügen über ein festgefügtes soziales Netz, um das wir vielfach in anderen Ländern bewundert werden, nachgefragt werden, wie organisiert ihr das in Sozialpartnerschaft mit sozialen Versicherungssystemen, in denen alle mitwirken, in dem es eine starke Selbstverwaltung gibt. All dies gilt weltweit vielerorts als Vorbild. Die gute Situation in unserem Land, darauf hat der Minister zu Recht hingewiesen, ist vor allen Dingen
dem guten Jahrzehnt starker Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zu verdanken. Und wenn heute über 5 Millionen mehr in Lohn und Arbeit sind, dann bedeutet dies eben nicht nur eine statistische Größe, dann bedeutet dies nicht nur eine Entlastung von Sozialkassen, sondern haben Millionen Menschen wieder die Chance auf eigenverantwortlichen, selbstbestimmten Leben, auf Teilhabe. Und dies ist ein herausragender Erfolg unserer gemeinsamen Anstrengung. Wir erleben einen spürbaren Lohnanstieg und dank niedriger Preissteigerung auch preisbereinigt seit einer Reihe von Jahren reale Verdienstzuwächse. Infolge der steigenden Löhne steigen die Renten unserer Rentnerinnen und Rentner und zugleich sind infolge der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt die Sozialkassen gut gefüllt. Haben wir die Beitragssätze senken können, heute unter in der EU unterdurchschnittliche Lohnnebenkosten. Wir müssen entschlossen dafür arbeiten, dass diese Entwicklung auch bei schwieriger werdenden außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, auch bei Strukturveränderungen erheblichen Ausmaßes anhält. Wir wollen uns besonders darum kümmern, zugleich, dass diejenigen, die in den letzten Jahren nicht an der positiven Entwicklung des gesamten Landes teilgenommen haben, zielgenau in den Blick genommen werden. Wer aber von Deutschland das Zerrbild eines Jammertals zeichnet, wie das an den Rändern der politischen Debatte geschieht, der redet eben völlig vorbei an der Realität in unserem Land, in dem es den allermeisten Menschen wirklich gut geht. Und ich erlaube die Bemerkung, wer Volkspartei bleiben oder wieder werden will, sollte sich von solcher Angstmache nicht anstecken lassen. Meine Damen, meine Herren, wir alle sind gefordert, dafür zu sorgen, dass diese gute wirtschaftliche Entwicklung trotz ernstzunehmender Eintrübungen wieder weiter stabilisiert werden können. Und das heißt, wir müssen alles unterlassen, auch manches, was zunächst wünschenswert erscheinen mag, was Wirtschaftskraft und Innovationskraft unseres Landes und die Chancen kommender Generationen gefährdet. Für uns als Union gehören wirtschaftliche Vernunft und soziale Verantwortung stets untrennbar zusammen. Das heißt, wenn wir etwa uns für international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft einsetzen, dann tun wir dies nicht allein aus wirtschaftspolitischen Gründen, sondern weil es die zwingende Voraussetzung für einen nachhaltig leistungsfähigen Sozialstaat ist. Es ist eben albern, einerseits so zu tun, als sei der Sozialstaat gleichsam nur eine Belastung für die Wirtschaft. Kluge Sozialpolitik schafft und Arbeitsmarktpolitik schafft eine wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltig gute wirtschaftliche Entwicklung. Und gleichzeitig ist eine gute wirtschaftliche Entwicklung zwingende Voraussetzung eines leistungsstarken Sozialstaats. Für uns geht es deswegen angesichts der Dimension unseres starken Sozialstaats in der Weiterentwicklung stets um zweierlei. Erstens, die Beschäftigungsorientierung unserer Maßnahmen muss stets im Mittelpunkt stehen und zweitens zielgenau dort zu helfen, wo auch heute Ausbaunotwendigkeiten bestehen. Ein unbezahlbares Wünsch dir was untergräbt nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung, sondern gefährdet auch die Nachhaltigkeit eines solidarischen Sozialstaats. Dem trägt die Politik der Koalition Rechnung. Und nachdem hier erneut wir in schäbiger Weise gehört haben, wie die Situation am Teilhabechancengesetz in Zweifel gezogen ist, will ich ausdrücklich sagen, wer einmal mit Menschen geredet hat, und Hubertus Heil hat Beispiele genannt, die nach vielen Jahren, in denen sie sich am Arbeitsmarkt als chancenlos erlebt haben, weil verschiedenste Vermittlungshemmnisse sie immer wieder gleichsam gegen Wände rennen ließen, wer erlebt hat, was es für diese Menschen, und schon heute profitieren 30.000 Menschen von den neu geschaffenen Maßnahmen, was es für diese Menschen bedeutet, wieder Eigenverantwortung, wieder Teilhabe in ihrem Leben zu erleben, der weiß, das ist keine statistische Größe, sondern ein Fortschritt im Leben vieler Menschen. Diesen Weg gehen wir entschlossen weiter, meine Damen, meine Herren. Und ich will auch ausdrücklich denen danken, die als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern, die als Coaches in einer ganzheitlichen Begleitung, die der individuellen Lebenssituation eines früheren Langzeitarbeitslosen Rechnung trägt,
einen Beitrag dafür leisten, dass diese Teilhabe möglich ist. Und mich hat es besonders erfreut, und auch das straft die Diffamierung dieser Maßnahmen Lügen, wenn ich in Jobcentern höre, in welchem Umfang mancher Jobcenter-Mitarbeiter hat gesagt, im für mich überraschenden Umfang, die Privatwirtschaft sich eben auch an diesen Angeboten beteiligt. Es ist keineswegs nur kommunale Einrichtungen oder Wohlfahrtsverbände sind, sondern viele Menschen, die ein kleines, ein mittelständisches, ein größeres Unternehmen verantworten, sagen, wenn ich diesen Menschen eine Chance gebe und dabei gut unterstützt werde, dann ist das auch für mich als Unternehmen eine Chance. Und dies zeigt, dass wir mit einem passgenauen sozialen Arbeitsmarkt auf dem richtigen Weg sind, meine Damen und Herren. Um zielgenaue und Beschäftigungsorientierung geht es auch beim Qualifizierungschancengesetz. Gerade wo technologische Sprünge, aber auch andere Entwicklungen in einzelnen Branchen und Regionen Arbeitsplätze durch Strukturwandel in Gefahr bringen, ist es richtig, vorausschauend Arbeitslosigkeit zu vermeiden und Fachkräftepotenzial zu sichern. Und es ist klug, die erweiterten Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit in diesem Zusammenhang in die nationale Weiterbildungsstrategie einzubringen, einzubinden, in der Bund, Länder, die Sozialpartner ihre Bemühungen bündeln. Es muss nicht zuletzt darum gehen, auch jene Berufsgruppen, Bevölkerungsgruppen, die weniger Weiterbildungsbeteiligung bisher haben, zu erreichen und gerade auch kleine und mittelständische Betriebe entsprechend zu unterstützen. Ja, wir wissen, dass bei guter Entwicklung in vielen Bereichen des Arbeitsmarkts es Herausforderungen für Branchen gibt, nicht zuletzt auch durch außenwirtschaftliche Entwicklung. Und deswegen wird es immer wieder auch darum gehen, gleichzeitig gezielt zu helfen. Und es ist uns sehr klar, dass dabei auch heute schon, und es gibt erweiterte Möglichkeiten ja auch im Wege der Rechtsverordnung, Kurzarbeit eine wichtige Rolle spielen kann. Ich sage aber sehr deutlich, das Wichtigste ist, dass wir jetzt alles tun, krisenhafte Entwicklungen zu vermeiden und nicht Krisenbekämpfungsmaßnahmen ins Schaufenster zu stellen. Noch immer gilt, dass in den allermeisten Arbeitsagenturzirken und Wirtschaftsbereichen Fachkräftemangel die Wachstumsbremse Nummer eins ist. Und deswegen war es ein wichtiger Durchbruch, dass wir mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz deutlich gemacht haben, übrigens auch als Zeichen der Wertschätzung für berufliche Bildung, dass nicht nur Akademikerinnen und Akademiker, sondern auch beruflich Qualifizierte aus anderen Ländern eine Chance erhalten auf unserem Arbeitsmarkt. Und dass wir dies zielgenau tun, zeigen Sonderregelungen für IT-Kräfte. Dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben, zeigt die Wertschätzung für das Erlernen der deutschen Sprache. Also den Arbeitsmarkt zu stärken und damit die Grundlage für eine weitere gute Entwicklung von der Rentenpolitik bis zu vielen anderen Bereichen der Sozialpolitik zu legen, das bestimmt unsere Arbeit. Das wird es auch weiterhin tun. Nächster Redner ist der Kollege Johannes Vogel, FDP. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Minister, lieber Hubertus Heil, nachdem wir jetzt eigentlich das ganze Jahr wegen dem Blockadestreit um die Grundrente keine größeren sozialpolitischen Gesetzesinitiativen erlebt haben, haben Sie jetzt einen Herbst der Entscheidungen angekündigt. Und ich muss sagen, ich finde das gut. Die Frage ist allerdings auch, ob es die richtigen sein werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ja in der Arbeitsmarktlage, dass die Wirtschaft leicht schrumpft, dass wir im August das erste Mal seit 6 Jahren saisonbereinigt einen Anstieg der Arbeitslosigkeit erlebt haben. Und ja, das ist, Gott sei Dank, keine schwere Krise wie 2008, 2009. Aber es ist schon eine Veränderung der Lage und auch der Geschäftsgrundlage. Und immerhin ist es der Regierung ja so ernst, dass sie angekündigt hat, dem Parlament vorzuschlagen, die Krisenregelung bei der Kurzarbeit wie 2008, 2009 wieder einzuführen. Darüber kann man reden. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen und lieber Herr Minister, merken Sie nicht, dass das auch andere Vorhaben hinterfragen lassen sollte? Sie haben angekündigt, diesen Herbst eine Veränderung des Teilzeit- und Befristungsrechts vorzulegen. Also ausgerechnet, wenn der Arbeitsmarkt sich eintrübt, die Einstiegschancen für Menschen zu verschlechtern, die Flexibilität des Arbeitsmarkts zu reduzieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das passt nicht zusammen. Entweder geht es dem Arbeitsmarkt gut
dann brauchen wir auch keine Krisenregelungen in der Kurzarbeit. Oder es geht dem Arbeitsmarkt schlecht. Ja, dann sollten Sie aber sofort alles auf Eis legen, was Einstiegschancen von Menschen am Arbeitsmarkt reduziert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Richtig wäre es hingegen, was gegen die Krise selber zu tun, ja. Ich wünsche mir Initiativen zum Beispiel für mehr Gründer. Oder, wenn man mit Blick auf die Ursachen schaut, warum nicht jetzt ein klares Signal pro Freihandel? Wann ratifizieren Sie endlich CETA, das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen? Warum treibt die Bundesregierung, das Wirtschaftsministerium nicht gerade jetzt Freihandelsabkommen zum Beispiel mit den ASEAN-Staaten voran? Das wären die Signale in weltwirtschaftlich schwieriger Lage, die wir jetzt bräuchten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich heißt das auch, dass wir nach 10 Jahren Aufschwung, 10 Jahren sinkender Arbeitslosigkeit heute konstatieren müssen, dass Sie diese lange Zeit nicht genutzt haben, um endlich einmal wichtige Zukunftsreformen in guten Zeiten voranzutreiben. Das ist doch ein Armutszeugnis, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber umso mehr notwendig, diese Modernisierungsschübe jetzt anzugehen und Lust auf Zukunft zu machen. Insofern freuen wir uns auf Initiativen zur Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes. Und freuen wir uns, da allerdings muss ich eher die Ministerien Wirtschaft und Bildung kritisieren, als den Arbeitsminister Heil, endlich auf eine nationale Weiterbildungsstrategie, die diesen Namen auch verdient. Da dürfen wir nämlich nicht bei der Bundesagentur für Arbeit stehen bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dafür wäre jetzt die Zeit. Aber das zweite Thema, über das ich kurz reden will, ist natürlich auch die Rente. Denn in der Tat, nachdem Sie im letzten Jahr Geld ausgegeben haben, als gäbe es keinen Morgen, hier in Einträchtigkeit Mehrkosten von alleine 250 Millionen Euro bis 2030 produziert haben, die Rentenformel zulasten der Jungen manipuliert haben, also in jeder Hinsicht eine zukunftsvergessene Politik gemacht haben, stellen Sie sich dieses Jahr wenigstens endlich der richtigen Frage. Nämlich, wie können wir, lieber Kollege Hermann Gröhe, zielgenau etwas gegen Altersarmut unternehmen? Nur, wir haben doch gestern wieder schwarz auf weiß erlebt, lieber Kollege Hubertus Heil, dass für diese wichtige Frage das Grundrentenmodell, was gerade diskutiert wird, leider ein sehr schlechter Vorschlag ist. Sie geben das Geld mit der Gießkanne aus und das wirklich in krasser Art und Weise. Die Süddeutsche Zeitung, nicht das Handelsblatt, nicht die FAZ, die Süddeutsche Zeitung titelt dazu heute, das wäre mit der Zielgenauigkeit eines Rasensprengers. Und nein, das kommt nicht. Und man kann, ich will das auch mal visualisieren, weil ich glaube, dass das wirklich eine schöne Notwendigkeit ist, weil Sie viel zu gut noch damit durchkommen in der öffentlichen Debatte. Wir haben jetzt dreimal Zahlen erlebt, wie genau oder ungenau Ihr Grundrentenmodell ist. Ihre eigenen Zahlen, lieber Herr Minister, lieber Hubertus Heil, wenn man mal vergleicht die Modelle mit Bedarfsprüfung, die Sie im Bund-Länder-Sozialdialog durchgerechnet haben, und das Modell, was Sie jetzt vorgelegt haben, dann kommt man zu den Zahlen, dass 97% der Empfänger gar nicht von Altersarmut betroffen würden. 97%! In den letzten Tagen, im August, haben wir dann vom IW eine Studie bekommen, die festlegen, dass wir 80% ihres Grundrentenmodells an den konkret von Altersarmut Betroffenen vorbeigehen. Und gestern das DIW, das ist ja nun wirklich kein SPD-fernes Institut, liebe Kolleginnen und Kollegen, die sagen, dass langfristig 90% der Empfänger bei ihrem Modell gar nicht von zu wenig Geld im Alter betroffen sind. Das ist ein krass ungenaues Modell, liebe Kolleginnen und Kollegen, und deshalb ist es ein schlechter Vorschlag. Und damit geben Sie Geld aus und haben zu wenig zur Verfügung, um denjenigen zu helfen, die eben gerade auch unsere Unterstützung brauchen. Nämlich all diejenigen, die 34 Jahre und 11 Monate oder weniger Versicherungszeit haben, aber im Alter auch zu wenig Geld. Und für die müssten wir zielgenau was tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Schöne ist, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, das Schöne ist, das DIW hat auch unterstrichen, dass es anders geht. Die unterstreichen nämlich voll unseren Ansatz bei der Basisrente, die deutlich macht als Modell, man kann dafür sorgen, dass jeder, der gearbeitet und eingezahlt hat, im Alter mehr hat als die Grundsicherung und mehr als die, die das nicht getan haben. Und man kann auch dafür sorgen, dass diese Menschen im Alter nicht aufs Sozialamt gehen müssen. Ein modernes, zielgenaues Modell ist möglich und wir hoffen, dass Sie das diesen Herbst noch vorlegen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Gesine Lötzsch, Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Alleinstehend, altarm, Altersarmut wird in 20 Jahren mindestens jeden fünften Beschäftigten betreffen.
Das ist nicht unsere Studie, sondern das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die gestern vorgestellt wurde, und zwar im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Also da kann man weder sagen, nur SPD oder nur CDU, sondern beide gemeinsam sind zu diesem Ergebnis gekommen. Und wir als Linke werden Altersarmut niemals akzeptieren. Wir haben die Situation, dass wir innerhalb von 12 Jahren die Anzahl der Menschen, die armutsgefährdet sind im Alter, verdoppelt haben. Das hat Ursachen. Jeder vierte Beschäftigte arbeitet im Niedriglohnsektor. Und darum fordern wir die Erhöhung des Mindestlohnes auf mindestens 12 Euro, meine Damen und Herren. Jedem dritten Berliner Beschäftigten droht Geldmangel im Alter, hat die Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten festgestellt. Aber das ist nicht nur ein Berliner Problem. Es ist ein Problem im ganzen Land. Aber ich möchte besonders auf Ostdeutschland eingehen. In Ostdeutschland arbeitet jeder Dritte zum Niedriglohn. Damit ist die Altersarmutswelle vorprogrammiert. Und die Zahlen machen deutlich, dass die Ostdeutschen nicht nur das Gefühl haben, von der Bundesregierung abgehängt zu sein, sondern sie sind tatsächlich abgehängt. Und ich denke, 30 Jahre nach Maueröffnung muss die Rentenmauer endlich eingerissen werden, meine Damen und Herren. Wir als Linke fordern seit 30 Jahren, und da werden wir niemals nachlassen, bis wir es erreicht haben, dass das Rentenunrecht beseitigt wird. Im Jahr 1991 hat ein Gesetz die Überleitung aller Zusatz- und Sonderversorgungssysteme der DDR in die gesetzliche Rentenversicherung geregelt. Und viele Ansprüche wurden einfach gestrichen. Es ging zum Beispiel um die Ansprüche von Eisenbahnern und Balletttänzerinnen, aber auch die geschiedenen Frauen wurden vernachlässigt. Sie kämpfen bis heute um ihr Recht, und die Linke steht an der Seite der geschiedenen Frauen, meine Damen und Herren. Wir wollen eine solidarische Mindestrente. Voraussetzung dafür sind erstens höhere Löhne, zweitens eine Korrektur der Rentenformel und drittens darf es nicht sein, dass die Umwertung der Ostlöhne abgeschmolzen wird, man kann auch sagen, gestrichen wird. Das ist eine Ungerechtigkeit, und gegen die kämpfen wir, meine Damen und Herren. Nun sind ja Zahlen immer sehr abstrakt oder können abstrakt sein. Darum muss man sich doch mal vor Augen führen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und was bedeutet Armut, Altersarmut konkret. Altersarmut bedeutet Ausgrenzung, bedeutet Einsamkeit. Die Menschen haben Angst, ihre Wohnung zu verlieren. Sie kaufen sich kein gesundes Essen mehr, können sich nicht mehr anständig ernähren. Sie haben keine sozialen Kontakte mehr. Sie müssen ihre Gesundheit vernachlässigen. Sie können sich keinen Friseurbesuch und, was noch viel wichtiger ist, keinen Besuch bei der Fußpflege mehr leisten. Das ist ja im Alter ein gravierendes Problem. Ist das eine Gesellschaft, in der wir leben wollen? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo die alten Menschen Flaschen sammeln müssen, um sich ein kleines bisschen leisten zu können? Das darf nicht sein. Altersarmut gehört bekämpft, meine Damen und Herren. Ich habe die Erhöhung des Mindestlohnes angefordert, aber gleichzeitig müssen auch die Mindestlohnbetrüger von der Bundesregierung endlich zur Verantwortung gezogen werden. Ein Bauarbeiter aus Brandenburg erzählte mir, dass er seine Überstunden nicht bezahlt bekommt, und wenn er darauf bestehen würde, dann würde er seine Arbeit verlieren. Und ich finde, das kann nicht sein. Mindestlohn ist ein Recht, und wir brauchen Maßnahmen, um den Mindestlohn durchzusetzen. Wir brauchen ihn nicht nur auf dem Papier, meine Damen und Herren. Im Haushalt steht ein Projekt Faire Mobilität. Das sind 9 Beratungsstellen, die finanziert werden, um sogenannte mobile Beschäftigte, wie sie genannt werden, zu beraten. Diese mobilen Beschäftigten sind Opfer extremer Arbeitsausbeutung, Opfer, die in kleinen und mittleren Betrieben in Deutschland beschäftigt sind, wohlgemerkt Wanderarbeiter oder besser Lohnsklaven. Und sie sind eben so zahlreich geworden, dass inzwischen eine 9. Beratungsstelle eröffnet werden musste. Kein Lohn oder niedriger Lohn, unrechtmäßige Kündigung durch den Arbeitgeber. Das kann nicht sein. Die Beratungsstellen sind richtig, aber wir müssen konkrete Maßnahmen gegen Menschen, gegen Betriebe unternehmen, die Menschen wie Sklaven behandeln. Das ist unseres Landes unwürdig. Wir wollen ein solidarisches, ein gerechtes Land, ein sicheres Land für alle, meine Damen und Herren. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Ekin Deligöz, Bündnis 90 Die Grünen. Liebe
Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, Herr Minister, der Aufwuchs in diesem Etat sind im Moment bei 3,5 Milliarden Euro. Aber wir wissen, es wird wahrscheinlich noch mehr sein, weil wir warten ja auf die Herbstprognose an und dann wird noch etwas draufkommen. Und ehrlich gesagt, dafür, dass Sie so viel Geld verwalten, fand ich sowohl Ihre Rede als auch die Rede vom Kollegen Gröhe etwas ideenlos und unambitioniert. Sie haben so viel zu tun und ich will das mal ein bisschen konkretisieren anhand von Beispielen. Und ich fange an mit dem Rentenkapitel, weil da steckt ja das meiste Geld drin. Laut Planung wird dieser Bereich bis 2023 um 15 Milliarden auf eine Summe von 125 Milliarden Zuschuss steigen. Das ist eine stolze Summe. Und dann erst dann kommt nämlich der richtige Druck auf dieses System hinein. Und wenn Sie jetzt von der doppelten Haltelinie und was Sie Großartiges machen, dann ist es doch nur ein PR-Gag. Da hätte Blüm seine echte Freude daran an dem, was Sie jetzt machen, weil dann kommen nämlich die Probleme erst auf uns zu und darauf haben Sie gar keine Antwort. Nämlich gar keine. Dann, Sie wissen doch jetzt schon, dass die Demografiereserve viel zu niedrig ist. Sie wissen doch jetzt schon, dass Sie viel mehr tun müssen, um die Beitragshöhe zu stabilisieren, nämlich ab 2024. Und dann haben Sie so gar keine Idee, wie Sie eigentlich die Mütterrente finanzieren werden. Und wer das überhaupt finanzieren soll? Ich habe zumindest mal nichts mehr dazu gehört. Aber genau diese Frage müssen Sie doch erst beantworten. Und lieber Herr Kollege, Sie schreien dazwischen. Ich höre Sie aber leider nicht. Stellen Sie mir eine Frage, dann kriege ich ein bisschen Zeit. Wäre dankbar drum. So, und dann gehe ich noch mal zu dem, was Sie jetzt angekündigt haben. Wenn Sie jetzt schon mit diesen Milliarden so lax umgehen, wenn Sie jetzt schon keine Antworten haben auf die Fragen unserer Zeit, wie wollen Sie denn die Fragen der Gegenwart lösen? Und da komme ich zu der Grundrente. Das ist ja so ein bisschen ein Hin- und Herspiel. Ja, Sie haben das angekündigt, dann ist es verschwunden und dann wurde es wieder angekündigt und dann ist es wieder verschwunden. Jetzt ist es gerade wieder angekündigt und jeder spekuliert, was da drin steckt. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und Sie wahrscheinlich auch nicht, weil Sie haben nämlich keine Ahnung, wann Sie uns das vorlegen werden. Ich bin mal gespannt, was uns vorgelegt wird. Und dann mag ich darüber erst beurteilen. Aber ich kenne nichts. Kennen Sie denn ein konkretes Modell? Nein, ich kenne es nicht. Also reden Sie nicht darüber. Die Devise muss doch heißen, handeln jetzt. Und zwar jetzt sofort. Und dann komme ich auch zu dem ganzen Bereich Komplex Arbeit. Ja, ich finde, die BA ist im Moment sehr, sehr gut gewappnet. Und wenn die Arbeitslosigkeit steigen sollte, wird es uns zwar teuer zu stehen kommen, aber noch ist die Lage ja sehr gut. Man muss da jetzt auch nicht irgendwie was prophezeien, was noch nicht ist. Aber das Beste, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden, ist immer noch Qualifizierung und Weiterbildung. Und da müssen Sie investieren. Und dann verstehe ich es aber erst recht nicht, Herr Gröhe, ich sehe Sie gerade zwar nicht, aber dann verstehe ich erst recht nicht, warum Sie die BA so im Stich lassen. Schon wieder wird eine Milliarde von den Eingliederungstiteln in die Verwaltungstiteln rübergeschoben. Wenn Sie wirklich Qualifizierung und Weiterbildung wollen, dann müssen Sie doch die Eingliederungstitel ausreichend ausstatten und nicht immer dieses Hü- und Hüt-Spielchen machen. Sie machen sich doch da was vor. Und dann müssen Sie endlich mal damit aufhören, diese kontraproduktiven Sanktionen ständig auszuführen. Übernehmen Sie mal politische Verantwortung und überlassen Sie nicht alles dem, was in Karlsruhe entschieden wird. Das nennt man nämlich politische Gestaltung. Übrigens, bei dem, was Sie im Bereich sozialer Arbeitsmarkt machen, da haben Sie meine Fraktion immer hinter sich. Ich finde diese Maßnahmen sehr gut und ich finde das zu früh, um darüber zu urteilen, sondern ich glaube, wir müssen da einfach mehr Zeit dem Ganzen geben. Aber was Sie in dem Bereich Qualifizierungschancengesetz uns da vorschlagen, ehrlich gesagt, da muss ich schon so ein bisschen schmunzeln, weil super Name, keine Inhalte. Und dann kommen Sie noch irgendwie damit, dass Sie sagen, Sie machen noch ein Gesetz und ich finde, Sie können noch schöne Namen erfinden, Arbeit von übermorgen Gesetz, Arbeit von gestern oder von heute Gesetz, aber der Name macht es nicht aus. Wir brauchen einen großen Wurf und nicht diesen Politik der kleinen Schritte, wo nicht mal Sie wissen, was am Ende rauskommen wird bei der ganzen Geschichte. Der Name macht noch nicht Qualität an der ganzen Sache. Und noch zwei offene Geschichten, Herr Minister. Ich finde das sehr gut, was wir im Bereich der Arbeitsmarkt
für Geflüchtete machen, aber wir machen noch zu wenig für die Frauen in dieser Situation. Da haben wir eine große Lücke, wo wir noch agieren müssen und Ideen entwickeln. Und ein letztes, Sie arbeiten gerade an einem Entschädigungsrecht, SGB 14, weil SGB 13 lassen wir aus, SGB 14. Und Sie haben vor, in dem ganzen Bereich Traumaambulanzen auszubauen. Das finde ich super. Aber was Sie machen ist, Sie konzentrieren sich auf Erwachsene. Kinder kommen in Ihren Entwürfen nicht vor. Und Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie brauchen Ihre eigenen Lösungen. Herr Minister, übersehen Sie nicht diejenigen, die am meisten unsere Unterstützung brauchen und wo wir am größten Verantwortung tragen. Bitte denken Sie daran, auch Kinder haben einen Anspruch auf eigene Rechte, auch in Ihrem Gesetz. Kerstin Tag, SPD, die nächste Rednerin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Hubertus Heil, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir Sozial- und Arbeitsmarktpolitikerinnen und Politiker und das Bundesministerium tragen Verantwortung für die Frage, ob sich Menschen in Deutschland geschützt und gesichert fühlen können, in der Frage, ob sie auch in der Zukunft am Arbeitsmarkt gut geschützt, gut unterstützt und in der Krise vorbereitet sind. Wir tragen die Verantwortung für die Frage, ob auch in schwierigen Lebenssituationen unsere Gemeinschaft, unser zusammengehaltener Staat dafür Sorge trägt, dass wir ein Netz haben, durch das niemand in Deutschland fallen kann. Wir tragen dafür Sorge, dass Ausbildung auch für die Zukunft garantiert ist. Wir tragen dafür Sorge, dass auch für Menschen mit Beeinträchtigung unsere Gemeinschaft trägt und sich zuständig erklärt. Wir tragen dafür die Verantwortung, dass wir Zusammenhalt in Deutschland gemeinschaftlich organisieren. Und das tun wir mit immerhin 41% des gesamten Bundeshaushalts, richtiges, gut angelegtes Geld für den sozialen Zusammenhalt in Deutschland. Und dass das gut und richtig ist, sehen wir auch und insbesondere an der Entwicklung, und auf die möchte ich gerne eingehen, wenn es um Transformation, um die Frage, wie entwickelt sich Arbeitsmarkt der Zukunft geht, dann ist es richtig und gut, dass wir in dieser Koalition angefangen haben, die Bundesagentur für Arbeit umzubauen und zu sagen, sie ist nicht mehr erst dann zuständig, wenn Arbeitslosigkeit bevorsteht oder eingetreten ist, sondern sie kann mit den Beitragsmitteln der arbeitenden Bevölkerung jetzt schon frühzeitig dafür sorgen, dass Fort- und Weiterbildung, dass Umschulung auch tatsächlich dann unterstützt und finanziert wird, wenn die Arbeitslosigkeit nicht eingetroffen ist. Es ist gut, dass wir die Bundesagentur für Arbeit umgestalten zu einer Bundesagentur für Arbeit und Beschäftigung und machen sie zu einer großen Fortbildungsinitiative. Das ist gut, richtig, wichtig und vernünftige Politik. Und umso besser, dass wir damit nicht aufhören, dass wir mit dem Qualifizierungschancengesetz nur den ersten Schritt gemacht haben und jetzt weitergehen in der Frage, wie organisieren wir das Mitmachen des Staates an der Frage, wie können wir in der Arbeit von morgen die neue Anforderungen für die Beschäftigten zur Folge hat, wie können wir das begleiten, unterstützen und lassen weder die Betriebe noch die Beschäftigten in Deutschland alleine in dieser Frage, sondern wir erklären das als eine gemeinschaftliche Aufgabe und der Staat wird unterstützen, begleiten, niemanden dabei alleine lassen. Aber auch in der sozialen Sicherung. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, dass ich gelesen habe, dass aus den Reihen der FDP die Frage, wie viel staatliche Zuschüsse geben wir in die Rentenversicherung, dass eine Verschwendung von Steuergeldern sein soll. Ich finde es eine Frechheit. Kollege Vogel, jetzt schwatzt du gerade in den eigenen Reihen, aber ich spreche dich konkret an. Schön, dass du mir zuhörst. Ich finde es eine Frechheit und auch eine Unverschämtheit, was du hier heute wieder abgeliefert hast. Ich finde, man kann sich hier nicht hinstellen und kann sagen, dass 90% der Menschen in Deutschland so reich und so gut abgesichert sind, dass sie einer
Aufstockung und einer Anerkennung ihrer Lebens- und Arbeitsleistung nicht bedürfen. Ich finde es eine Klatsche an die vielen Frauen, die von unserem Grundrentenmodell profitieren. Und ich finde es eine Frechheit, wenn wir davon reden, übrigens ihr in eurem Konzept auch, aber ihr verlasst es bei der Kritik der anderen Konzepte, eine Frechheit zu sagen, es würde hier nicht um eine Fürsorge gehen, wenn ihr bei eurem Konzept der ausschließlichen Situation von Freibeträgen bleibt, dann seid ihr in der Fürsorge, dann nennt es auch nicht Rente, weil das ist Verarsche und das brauchen wir nicht. Und zu sagen, ich komme zum Ende, ja, und bitte, zu sagen, das wäre eine Verschwendung von Steuermitteln, wenn wir Geld in die gesetzliche Rentenversicherung geben, kann aus meiner Sicht auch wirklich nur aus dem Mund einer Partei der Besserverdienenden kommen. Ich finde, das ist wirklich eine Frechheit, zwar unverschämt, und ich finde, dass der Steuerzahler erkennen muss, wo er bei der FDP dran ist. Herzlichen Dank. Ulrike Zielke-Ziesing, AfD, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Bürger. Dieser Einzelplan stellt wieder neue Rekorde auf. Aber nicht alles, was sich die Koalition vorgenommen hat, wird auch umgesetzt. Daher ist es interessant zu sehen, was nicht in diesem Einzelplan steht. Zum einen die Grundrente. Ist aber auch klar, denn die soll es erst ab 2021 geben. Wir finden aber auch in der mittelfristigen Finanzplanung nichts für die nächsten Jahre dazu. Da wird es dann schon interessant, denn auch ohne die Grundrente hatte Minister Scholz sehr große Mühe, die schwarze Null zu erreichen. Es bleibt also spannend, wie die weitere Diskussion zur Grundrente in der Koalition verläuft. So windig und unterfinanziert wie von Minister Scholz vorgeschlagen oder vielleicht doch solide gegenfinanziert? Wir werden es sehen. Wie eine neue Bertelsmann-Studie bestätigt, Minister sprach es vorhin an, ist unser Vorschlag zur Bekämpfung der Altersarmut der richtige Weg. Keine Grundrente mit der Gießkanne, sondern eine teilweise Anrechnungsfreistellung der Rente bei der Grundsicherung im Alter. Diese Idee dürfen Sie gerne übernehmen. Was fehlt noch im Einzelplan 11? Laut Koalitionsvertrag soll es einen Fonds für Härtefälle geben, die bei der Umwertung der Renten Ost entstanden sind, beispielsweise für die in der DDR geschiedenen Frauen. Wird dieser Fonds 2020 immer noch nicht eingeführt? Vielleicht habe ich ja die entsprechende Position nur überlesen, denn es kann ja eigentlich nicht sein, dass ein Minister, der sich so sehr um die hart arbeitenden und fleißigen Menschen kümmert, diese Personengruppe einfach vergisst. Sind die Ostrentner Ministerheim nicht wichtig genug? Sind es zu wenig Wähler, um sich ausreichend darum zu kümmern? Mit der Verteilung des Geldes wird natürlich auch die Strategie des Ministeriums für Arbeit und Soziales für das kommende Jahr festgelegt. In der Präambel des Einzelplanes heißt es, dass das Ministerium mittels gezielter Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik auf Veränderungen reagiert bzw. vorausschauend agiert. Wie bereitet sich das Ministerium denn auf den digitalen Wandel der Arbeit vor? Wie viele Mittel werden in einem so wichtigen Bereich zur Verfügung gestellt? Es sind ganze 89,2 Millionen Euro, wenn wir eine zusätzliche Finanzspritze des Finanzministeriums dazu rechnen. Das sind nicht einmal 0,1% des Gesamtumfanges des Einzelplanes 11. Noch lächerlicher erscheint der Betrag, wenn wir uns die berufsbezogene Deutschsprachenförderung durch das BAMF ansehen. 365 Millionen Euro alleine für das Jahr 2020. Bereits in den letzten Haushaltsberatungen habe ich darauf hingewiesen, dass damit wieder dieselben falschen Schwerpunkte gesetzt werden. Die berufsbezogene Deutschsprachenförderung ist nicht so begehrt, wie die Höhe des Ansatzes vermuten ließe. Das Ministerium schreibt hier selbst in den Erläuterungen, dass die Mittel in diesem Jahr nicht vollumfänglich ausgeschöpft würden und der Ansatz für das nächste Jahr zurückgefahren wird. Er wird aber nur sehr vorsichtig zurückgefahren, da sich die konjunkturelle Entwicklung eintrüben würde und dies möglicherweise Auswirkungen auf die Integration von Flüchtlingen hätte. Das würde ich mir dann in den Berichterstattergesprächen noch einmal genauer erklären lassen, denn diese Ableitung ist für mich nicht logisch. Im letzten Jahr sind über 200.000 Deutsche ausgewandert. Die meisten von ihnen sind ausgebildete Fachkräfte, die wir in Deutschland dringend benötigen. Was machen die Zielländer richtig? Und viel wichtiger, was macht die deutsche Bundesregierung falsch? Hier muss doch angesetzt werden, um diese Menschen in Deutschland zu halten. Es müssen wieder Perspektiven aufgezeigt werden, damit diese Fachkräfte in Deutschland bleiben.
Wenn aber der Hauptfokus weiterhin darin liegt, Fachkräfte aus aller Welt in Deutschland aufzunehmen und erst einmal rudimentär auszubilden und nicht darin, die vorhandenen Fachkräfte zu unterstützen, dann wird sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen. Kommen wir zur Rentenversicherung. Der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung durchbricht im Jahr 2020 die 100 Milliarden Euro Schallmauer. Das hört sich unglaublich viel an. Man muss hier aber differenzieren, was dort für einzelne Teilbeträge enthalten sind und was eben nicht enthalten ist. Und hier spreche ich wieder von den versicherungsfremden Leistungen. 2017 betrug die Unterdeckung der versicherungsfremden Leistungen 30 Milliarden Euro im Jahr. Wie könnte die gesetzliche Rentenversicherung aussehen, hätte sie dieses Geld tatsächlich zur Verfügung? Beiträge könnten gesenkt werden. Das Rentenniveau könnte erhöht werden. Oder man könnte der Rentenversicherung die Möglichkeit geben, durch die Erhöhung der Nachhaltigkeitsrücklage für schlechtere Zeiten vorzusorgen. Das alles wird nicht passieren. Denn mit einer 1:1 Abrechnung der versicherungsfremden Leistungen müsste der Arbeitsminister seine Wahlkampfgeschenke selbst finanzieren. Da ist es dann doch viel einfacher, die Versichertengemeinschaft zu belasten und sich um die Finanzierung nicht weiter zu kümmern. Zusammenfassend lässt sich sagen, der Einzelplan 11 setzt wieder nicht die richtigen Akzente. Die berufliche Fort- und Weiterbildung muss gestärkt werden, damit Deutschland eigene Fachkräfte ausbilden und auch in Deutschland halten kann. Die Lücke der versicherungsfremden Leistungen muss geschlossen werden, damit unsere Rentner ein würdevolles Leben leben können. Und die Subventionen einer die Gesellschaft schädigenden Asylindustrie müssen beendet werden, die zu weniger Integration und zu mehr Inakzeptanz bei der Mehrheitsgesellschaft führt. Diese Maßnahmen wären nötig, leider liefert Minister Heil hier nicht. Vielen Dank. Zu einer Zwischenbemerkung erteile ich das Wort dem Kollegen Johannes Vogel, FDP. Ja, liebe Kollegin Kerstin Tack, wir schätzen uns ja, glaube ich, eigentlich persönlich. Aber wenn Sie hier zu Worten greifen wie Verarschung, Frechheit, Unverschämtheit, dann kann ich das ganz ehrlich so nicht stehen lassen. Offenbar hat die Kritik ja wehgetan, wenn man sich so in den Worten vergreift. Aber ich sage ganz ehrlich, Sie werden aushalten müssen, dass wir Ihnen Ergebnisse seriöser Forschungsinstitute zu Ihrer Politik in diesem Land vorhalten. Und Sie werden auch aushalten müssen, dass wir Ihnen vorhalten, dass Hunderttausende Menschen, die Versicherungszeiten haben, die gearbeitet haben, bei ihren Modellen leer ausgehen, weil sie eben vielleicht nur 34 Jahre und 11 Monate gearbeitet haben. Das werden Sie aushalten müssen, weil uns diese Menschen nicht egal sind. Und wer sich da so sprachlich entgleist, ich finde, das richtet sich selbst. Aber wir haben ja die Chance, dass wir künftig wieder anders miteinander umgehen. Mögen Sie antworten, Frau Kollegin Tack, bitte sehr. Wir haben diese Wortwahl und auch diese Frage, wie gehen wir miteinander um, wenn es um die Ausgestaltung der Grundrente geht, in vielen, vielen Veranstaltungen der letzten Tage und Wochen erlebt. Und wir erleben immer wieder, dass wir eine unterschiedliche Vorstellung haben, an welcher Stelle sich der Staat wie einbringen soll in die soziale Sicherung dieses Landes. Wenn man sich aber dahinstellt und sagt, dass die Einbindung des Staates durch seine Zuschüsse in die gesetzliche Rentenversicherung eine Verschwendung von Steuergeldern ist, dann haben wir dazu eine Meinung, und die sagen wir auch. Und wenn Sie daherkommen und sagen, für Sie ist die Auszahlung einer Grundsicherung, ja, im System der Rente eine Art der Rente, dann ist das einfach falsch. Und dann muss man den Menschen auf der, in diesem Lande sagen, dass wenn man eine Aufstockung machen will über die Grundsicherung, befinden wir uns in der Fürsorge, denn es handelt sich um eine Leistung des Sozialamtes und nicht der Rentenversicherung. Und ich finde, wenn man diesen Sprachgebrauch macht, dann muss man sich ehrlich machen und darf es nicht anders kommunizieren, als es die Strukturen in diesem Land hergeben. Und deshalb bin ich für Ehrlichkeit in der Sache und nicht für immer wiederkehrende Falschinformationen. Und wenn man das macht, dann muss man sich auch gefallen lassen, dass andere dazu sagen, da werden Leute hinter die Fichte geführt. Ob man das so oder anders nennt, bleibt dann die Frage des Betrachters, aber ich finde, dass es durchaus in Ordnung ist, es auch in dieser Form zu sagen, denn es ist eine wiederholte Falschinformation der Menschen in diesem Land. So, dann können Sie in Zukunft wieder friedlich miteinander umgehen. Und ich erteile das Wort dem Kollegen Peter Weiß, CDU-CSU.
Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ab mancher Rede kann man ja schaudern, was Schreckliches auf uns zukommt. Ich will es noch mal festhalten. Wir diskutieren den Haushaltsansatz Arbeit und Soziales für 2020. Das ist der größte Posten im Bundeshaushalt. Wir steigern ihn erneut. Das heißt, sein Anteil am Gesamtbundeshaushalt wird noch größer. Wir haben eine mittelfristige Finanzplanung vorliegen, in der der einzige Haushalt, der in den kommenden Jahren noch weiter anwachsen wird, dieser Haushalt, der Haushalt für Arbeit und Soziales ist, der von heute 41% am Gesamthaushalt auf dann knapp 44% am Gesamthaushalt im Jahr 2023 anwachsen wird. Und allein diese Fakten zeigen doch, wir, die Regierungskoalition, bekennen uns zu einem starken und handlungsfähigen Sozialstaat. Dieser Haushalt zeigt, unser Sozialstaat ist und bleibt leistungsfähig. Und zu Recht machen wir uns Sorgen über einige Anzeichen krisenhafter Entwicklungen in unserer Wirtschaft. Aber da will ich mal als Erstes sagen, wenn schon über Rente und Arbeitslosenversicherung diskutiert wird, wir werden voraussichtlich Ende dieses Jahres in der gesetzlichen Rentenversicherung eine Rücklage von 40 Milliarden Euro haben. Das haben wir schon ewig lang nicht mehr gehabt. Wir werden bei der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg am Ende des Jahres voraussichtlich eine Rücklage von 25 Milliarden Euro haben. Das haben wir noch nie gehabt. Das heißt unterm Strich, mit diesen hohen Rücklagen, vor allem der Bundesagentur für Arbeit, sind wir für die Bekämpfung etwaiger Krisen besser gerüstet als je zuvor. Das ist die Sicherheit, die unsere Bürgerinnen und Bürger haben. Ich verstehe ja, dass die Opposition was finden muss zum Kritisieren und dass sie natürlich vor allen Dingen von Krisen, die auf uns zukommen könnten, sprechen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wenn uns Krisen drohen, die wichtigste Nachricht ist doch, wir sind Gott sei Dank finanziell handlungsfähig. Und wenn es notwendig ist, werden wir diese Rücklagen auch dafür einsetzen, um Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern und den Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit zu gewähren. Das ist das Wichtige. Wenn man schon über krisenhafte Entwicklungen spricht, dann wäre es schön, man würde auch feststellen, dass sie ja nicht hausgemacht sind, sondern die Verunsicherung der deutschen Wirtschaft, die derzeit sich breit macht, kommt vor allen Dingen extern zustande. Die Handelskriege, die auf dieser Welt angezettelt werden, und auch der Brexit. Es wäre schön, wenn alle Fraktionen dieses Parlaments diese klare Analyse teilen würden und sich für eine Stärkung der europäischen Idee und gegen Handelskriege und für freien Handel in dieser Welt einsetzen würden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir nutzen auch diesen Haushalt dazu, und die Gesetzgebung, die wir in diesem Herbst machen, um auch Bürgerinnen und Bürger weiter zu entlasten. Aus vielen Zuschriften weiß ich, dass die Frage von Eltern und Pflegebedürftiger eine große Rolle spielt. Bin ich unterhaltspflichtig, wenn das Geld des Pflegebedürftigen selber nicht ausreicht? Und deswegen ist in der ganzen Palette von Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger, die wir miteinander uns vorgenommen haben, ein wichtiges Vorhaben, dass wir in diesem Herbst das Angehörigenentlastungsgesetz beschließen werden. Personen, die nicht mehr als 100.000 Euro Jahreseinkommen haben, werden künftig von der Verpflichtung, für die Pflege einzustehen, befreit werden. Das ist für viele Menschen in unserem Land eine befreiende Nachricht, und die zeigt, unser Sozialstaat ist handlungsfähig. Wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger dort, wo wir können. Und dann finde ich, muss es immer die Aufgabe von Sozialpolitik sein, zuallererst auf die zu schauen, die Hilfe am dringendsten notwendig haben. Ich habe deswegen in diesem Sommer mich auch aufgemacht, mehrere Jobcenter zu besuchen, um zu schauen, kommt denn das, was wir beschlossen haben, zur Integration von Langzeitarbeitslosen, also von denen, die es am allerschwersten haben, wieder auf den Arbeitsmarkt zurückzukommen, wirklich an. Und aus den Gesprächen mit Betroffenen, also Menschen, Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die jetzt diese Förderung über 5 Jahre erhalten können, habe ich gesehen, ja, glückliche Gesichter, endlich wieder gebraucht zu werden,
Ich habe mit sehr vielen Coaches gesprochen und muss sagen, wir haben tolle Coaches in unseren Jobcentern, die sich wirklich umfassend kümmern. Und es zeigt vielleicht eines, es kommt nicht immer nur auf das große Geld an, sondern vielleicht viel wichtiger, die persönliche und personale Hilfe zu gewährleisten. Und ich muss sagen, ich bin stolz darauf, dass wir diesen Coach so stark im Gesetz verankert haben. Mit der Förderung der finanziellen und mit dem Coach kann es uns gelingen, wirklich Langzeitarbeitslosigkeit aufzubrechen und Menschen eine Perspektive zu geben, die schon gar nicht mehr daran geglaubt haben. Und dann sind es vor allem die Menschen mit Behinderungen, die, ich finde, in einem Sozialstaat einer ganz besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Wir haben uns mit dem Bundesteilhabegesetz in der letzten Legislaturperiode beschlossen, auf einen großen Weg zur inklusiven Gesellschaft gemacht. Wir werden mit diesem Haushalt und mit der Gesetzgebung in diesem Herbst zwei weitere wichtige Punkte beschließen. Einmal im Haushalt abgebildet, wir werden die unabhängige, ergänzende Teilhabeberatung, also die neue Beratungsstruktur, die wir im Land aufgebaut haben, nicht nur als Experiment beibehalten, sondern sie entfristen und dauerhaft finanzieren. Eine wichtige Nachricht für alle Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige. Wir hatten schon im Bundesteilhabegesetz das Budget für Arbeit eingeführt. Wir führen jetzt auch ein Budget für Ausbildung ein. Ich glaube, das ist der wichtigste Ansatz in der Arbeit mit und für Menschen mit Behinderung ist, den Weg für junge Menschen mit Behinderungen auch in Arbeit besser zu öffnen. Das ist das Ziel, das wir mit dem Budget für Arbeit verfolgen, was wir in diesem Herbst miteinander beschließen wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ist jetzt vielfach das Thema Rente angesprochen worden. Ja, wir wollen ein zukunftsfestes System der Alterssicherung in Deutschland konstruieren, was vor allem die großen Herausforderungen durch den demografischen Wandel aufnimmt. Dazu gehört eine zielgerichtete Grundrente. Wir als Union bekennen uns dazu. Wer 35 Jahre gearbeitet, gepflegt, Kinder erzogen hat, der sollte am Schluss auf jeden Fall mehr haben als Grundsicherung. Und das werden wir auch verwirklichen. Aber wir wollen, dass insgesamt natürlich die Bürgerinnen und Bürger auf eine ausreichende Altersversorgung in der Zukunft blicken können. Und deswegen sollte man nicht nur auf die gesetzliche Rente schauen, sondern auf die ergänzende Altersvorsorge. Wir haben mit Unterstützung von Herrn Dr. Schäuble damals noch als Bundesfinanzminister, finde ich, ein bemerkenswertes Betriebsrentenstärkungsgesetz in der letzten Legislaturperiode beschlossen. Ich bin aber über die Umsetzung nicht so wahnsinnig glücklich. Und deswegen halte ich es zum Beispiel für eine wichtige Frage, die in der Rentenkommission geklärt werden muss. Sollen wir nicht die betriebliche Altersvorsorge auf die heute rund 60% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bauen können, für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für alle Unternehmen in Deutschland verpflichtend machen? Solche Fragen werden wir miteinander diskutieren und prüfen müssen. Ich möchte, dass durchaus auch auf mehreren Beinen sicherstehend die Altersversorgung für die Deutschen ausreichend ist, dass sie so ist, dass man den Lebensstandard auch im Alter halten kann. Und dazu ist nicht nur gesetzliche Rente, dazu ist auch zusätzliche Altersversorgung ein Thema, dem wir uns nach der Beratung der Rentenkommission annehmen müssen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, der Bundeshaushalt 2020 setzt ein starkes Signal für den Sozialstaat mit der Gesetzgebung, die wir im Herbst vorhaben. Zudem in der Tat, das, was wir hier leisten, kann sich sehen lassen. Und die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, wir werden Krisen mit den Mitteln, die wir haben, entschieden entgegengehen, um die Arbeit für die Menschen in diesem Land zu sichern. Vielen Dank. Kein Wort zur Doppelverweigerung. Nächster Redner ist der Kollege Otto Frege, FDP. Geschätzter Herr Präsident, obwohl ich könnte jetzt wieder die allgemeine Haushälterrede zu der Bedeutung und der Schwere des Haushaltes halten, Zahlen sagen, aber ich versuche das mal bildlich klar zu machen. Nicht nur, dass das hier der größte Haushalt ist, sondern ich will mit Hinblick auf das fleißig arbeitende Kabinett, das weniger zuhört, was es eigentlich sollte, mal verdeutlichen, was das eigentlich bedeutet für die Zukunft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürger, stellen Sie sich vor, das ist das, was im Jahre 2019 bis 2023 der Bundeshaushalt an zusätzlichen Ausgabemöglichkeiten hat. Ja, Herr Minister, so viel.
Und jetzt überlegen Sie mal, was von diesen zusätzlichen Ausgabemöglichkeiten, welchen Schluck aus dem Glas sich der Kollege Heil gönnt. Gleich verschütten Sie es. Das gesamte Glas. Jetzt können Sie sagen, wie der Kollege Weiß das unter Schrecken seiner eigenen Fraktion gesagt hat. Und das ist gut so. Sie könnten aber mal auf dieses Kabinett gucken, das da wieder bis auf die Kollegin Hagedorn sitzt und denkt, das ist doch nicht schlimm. Ist es denn richtig, wenn von den Mehreinnahmen, die ein Staat hat, alles in Arbeit und Soziales geht, nichts mehr zur Bildung geht, nichts mehr in den Bereich Nachhaltigkeit geht, nichts zusätzlich in den Bereich Familie geht? Das ist die Krux dieses Haushaltes und dieser Bundesregierung, meine Damen und Herren. Und wenn wir dann noch weitergehen, das will ich dann auch noch einmal verdeutlichen. Es sind Zahlenwechsel. Wir haben einen Aufwuchs von 100% bei den Mehreinnahmen. 103%, Kollege Heil, 103%. Ja, ich merke, Sie müssen auch noch die zusätzlichen 3% auch noch vertrinken hier an der Stelle. Ja, 103% verwenden wir dafür. Jetzt könnten wir in einem Sozialstaat sagen, das ist ja okay, weil eine soziale Marktwirtschaft einen starken Sozialstaat braucht. Aber, und da glaube ich, müssen wir dann einfach sehen, das muss dann nach der Frage der Bedürftigkeit gehen. Und Sie merken, da kommt es dann zu der Frage, wie gehen Sie eigentlich bei der Frage der Grundrente um? Sie sagen Bedürftigkeitsprüfung, eigentlich geht es um die Frage bedingungslose Grundrente oder bedingungsfreie Grundrente. Worüber wir hier eigentlich diskutieren müssten, und das merke ich doch an Ihrer Reaktion, Sie sind in der Vergangenheit, wir müssten über die Frage mal diskutieren, bedingungsloses BAföG, ja oder nein. Aber was machen Sie beim BAföG? Wie ist es? Es wird um 300 Millionen gesenkt. Und das ist der Unterschied. Sie bewegen sich weiterhin nur in der Frage, Vergangenheitslösungen darzustellen, anstatt in die Zukunft zu gehen und doch das Geld entsprechend auszugeben. Und dabei sind Sie dann auch noch, und das will ich dann auch sagen, letztlich, und Herr Präsident, ich hoffe, das ist ein besseres Wort als das, was die Kollegin Tack benutzt hat, bigott. Denn die rot-grüne Koalition 2001... Herr Kollege Fricke, die Kollegin Mast würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Gerne. Frau Kollegin Mast. Sehr geehrter Herr Kollege Fricke, Sie haben gerade das Wort bedingungslos in den Mund genommen bezüglich der Grundrente. Und ich hätte ganz gerne von Ihnen eine Definition von bedingungslos, weil ich verstehe unter bedingungslos keinerlei Vorbedingungen, damit man die Grundrente bekommt. Ich sehe das aber so, dass der Vorschlag von Hubertus Heil eine ganz wesentliche Bedingung enthält, nämlich 35 Jahre Arbeit, Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen als Bedingung dafür, dass man überhaupt die Grundrente bekommt. Deshalb wäre es spannend für mich zu hören, ob Sie finden, bedingungslos heißt, es gibt keine Bedingungen oder es gibt Bedingungen. Sehr geschätzte Frau Kollegin, erstens, wie immer bei der Rente, natürlich gibt es Rahmenbedingungen, in der die Rente stattfindet. Und da gehört natürlich die Frage eines gewissen Zeitablaufes oder einer bestimmten Situation, wie etwa bei der hinterbliebenen Rente, dazu. Nur um Ihnen da ganz klar zu sagen, was ist denn das eigentlich für eine komische Bedingung? Wenn Sie 35 Jahre haben, dann bekommen Sie was. Wenn Sie 35 Jahre minus einen Tag haben, bekommen Sie nichts. Solche Bedingungen sind nach meiner Meinung keine Bedingungen. Und das ist genau das, wo ich dann immer wieder feststellen muss, es wird nicht so sein. Und jetzt kommen wir, und ich gehe wieder in die Rede, Herr Präsident, jetzt kommen wir mal dazu, wie die SPD mit dem Thema Bedürftigkeitsprüfung, Bedingungen bei Rente umgegangen sind. Im Jahre 2001 haben Sie zusammen mit den Grünen bei der hinterbliebenen Rente die Frage der Bedingungen, die Frage der Bedürftigkeit angeschärft bis zum Gehtnichtmehr. Sie haben die Frage, ab wann man es bekommen muss, was dazugerechnet wird, verschärft. Sie als SPD haben gesagt, also bei der hinterbliebenen Rente, wo eigentlich die Leistung meistens des Mannes stand, also richtig etwas drin stand im Zusammenhang, da kürzen wir, da rechnen wir an,
ALG II, da rechnen wir private Einnahmen an, da rechnen wir an, was Sie in anderen Altersvorsorge haben. Wir rechnen sogar das Elterngeld an, ALG II rechnen wir an. Das haben Sie 2001 beschlossen. So viel zu der Frage, wie Sie zu der Frage einer Bedürftigkeitsprüfung in der Rente stehen. Die Grünen haben es mitgemacht. Aber die CDU, und das ist das, was ich hier so schlimm finde in der Diskussion. Was hat die CDU damals gemacht? Sie hat es kritisiert. Auf gar keinen Fall dürfe man doch eine Bedürftigkeitsprüfung machen. Verwechselnde Rollen. Und jetzt sage ich mal dieser sogenannten Großen Koalition, was passieren wird. Sie werden am Ende feststellen, dass Sie die Mathematik, selbst wenn der Minister den Schluck aus dem Wasserglas ganz voll nehmen wird, werden Sie feststellen, dass Sie mathematisch nicht hinkommen. Und dann werden Sie sich auf einen Kompromiss einigen, der genauso ist, wie Sie ihn bei der Witwenrente gemacht haben, wie Sie ihn bei der Hinterbliebenenrente gemacht haben. Und dann kommen Sie mit einem Ergebnis raus, wo Sie das Gesicht verlieren und wir im Endeffekt den Leuten etwas versprochen haben, was wir nicht halten können. Das ist keine moderne Haushaltspolitik, das ist keine moderne Sozialpolitik, sondern das ist das Ermöglichen von Erwartungen. Und Herr Minister, Sie haben gesagt, es geht um Haltung. Da sage ich Ihnen, nein, es geht nicht um Haltung, es geht um Handeln und um Hilfe und die Haltung ist dabei sekundär. Herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort die Kollegin Katja Kipping, Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, was Herr Fricke mit seinem amüsanten Wasserglasbeispiel leider verschwiegen hat, ist, wenn es nach den Steuerplänen der FDP gänge, wäre hier nämlich nichts drin. Sie wollen ja noch eine Wasserleitung aus dem öffentlichen Haushalt zu Superreichen legen, um den Steuergeschenke zu machen. Nun zu dem Haushalt Arbeit und Soziales. Dieser umfasst 139 Seiten. Und liebe Zuhörende, wissen Sie, was Ihnen aus jeder dieser Seiten entgegenspringt? Es ist der Geist des Weiter-so. Weiter-so bedeutet weitere Verfestigung von Armut, weitere soziale Spaltung. Und Herr Heil, in Ihrer Haushaltsrede vor einem Jahr war das am meisten von Ihnen verwendete Adjektiv, also Eigenschaftswort, stark. Ich sage Ihnen, dieser Ansatz, der ist nicht stark, der verbleibt im Klein-Klein. In einem Arbeitszeugnis würde man sagen, er bemühte sich lediglich. Die Lage ist wirklich zu ernst, als dass wir hier im sozialpolitischen Klein-Klein verbleiben können. Was wir jetzt brauchen, ist eine sozialökonomische Wende. Und aus Zeitgründen kann ich nur wenige Probleme anreißen. Nehmen wir zum Beispiel die Höhe der Hartz-IV-Regelsätze, wovon übrigens auch arme Rentnerinnen und Rentner betroffen sind. Alle bisherigen Sozialministerinnen haben diese Regelsätze gezielt kleingerechnet. Wenn wir nur die offensichtlichen Tricks wegnehmen würden, müsste der Regelsatz deutlich erhöht werden, perspektivisch auf knapp 600 Euro. Und wir als Linke sind nach wie vor überzeugt, Hartz-IV muss überwunden werden durch gute Arbeit, sozialen Arbeitsmarktpolitik und durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Und ich verspreche Ihnen, ich werde nicht ruhen, bis wir das erreicht haben. In dem Zusammenhang möchte ich auch über die Sanktionen reden. Die spielen gar nicht so eine große Rolle im Haushalt. Wir haben es ja mit einer Anfrage noch mal ans Licht gebracht. Es sind deutlich mehr Menschen von Hartz-IV-Sanktionen betroffen, als bisher angegeben wurde. Was mich besonders berührt hat, ist, 13,7% aller Alleinerziehenden in Hartz-IV sind im letzten Jahr mit einer Sanktion von Sanktionen betroffen geworden, darunter sogar 1.200 Vollsanktionierte. Unglaublich. Sieht so die Unterstützung dieser Regierung für Alleinerziehende aus? 1.200 Vollsanktionen? Diese Zahl ist nur ein Beispiel von unzähligen dafür, dass wir dringend einen Kurswechsel und einen Regierungswechsel brauchen. Ich habe zur Einstimmung auf die heutige Debatte noch mal die bisherigen Haushaltsdebatten nachgelesen. Mir ist aufgefallen, Rednerinnen und Redner der SPD reden gerne gegen die, Zitat, Angst, die die Populisten schüren. Ja, Abstiegsängste, Konkurrenzdruck, das befördert ein gesellschaftliches Klima, was den rechten Hetzern in die Hände spielt. Da müssen wir ran. Das Problem ist aber, im Grunde ihres Herzens agieren sie selbst noch ängstlich.
Sie scheuen sich davor, das Offensichtliche anzusprechen. Und auch heute waren Ihre Reden wieder ein Beispiel dafür, wie man mit unglaublicher Inbrunst und Betonung von leeren Worten an dem vorbeiredet, was so offensichtlich ist. Solange wir hier nicht Mehrheiten und Mut haben, Konzerne und Millionenvermögen ordentlich zur Kasse zu bitten, wird das Geld für den nötigen Kampf gegen die Armut fehlen. Und solange wir diese Union in der Regierung haben, wird das, was notwendig ist, nicht passieren. Ich sage Ihnen, das Gebot der Stunde lautet nicht Verzagtheit oder weiter so. Das Gebot der Stunde lautet, was dieses Land braucht, ist Mut zu einer sozialökonomischen Wende, auf dass alle in diesem Land garantiert vor Armut geschützt sind, auf dass die Mitte deutlich besser gestellt ist, auf dass wir massiv investieren in das Öffentliche, das heißt Bildung, Begegnungsstätten, Bus, Bahn, Breitband, und auf dass wir den Mut haben, mit einem Grundsatz im Kapitalismus zu brechen. Bisher werden Profite über das Wohl und Wehe von Mensch und Natur gestellt. Richtiger wäre, Mensch und Natur geht vor Profite. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort die Kollegin Corinna Rüffer, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Demokratinnen und Demokraten, ich will in der Kürze der Zeit versuchen, diese Debatte in den gesellschaftlichen Kontext zu stellen. Uns allen ist doch klar, wir erleben eine Zeit höchster Relevanz. Ja, die Klimakrise kennt keinen Aufschub. Und nur konsequentes Handeln, ja, kann dazu führen, dass dieser Planet für uns Menschen tatsächlich dauerhaft erhalten bleibt und lebenswert bleibt. Und das erfordert natürlich radikale Maßnahmen. Das ist allen klar, außer manchen. Und das bedeutet auch, dass unsere Wirtschaft und auch unser Lebensstil sich verändern muss. Und das wiederum bedeutet, dass wir politisch reagieren müssen. Schauen wir auf die Automobilindustrie. Heute schon wissen die vielen Beschäftigten der großen Konzerne und ihrer Zulieferer, dass der Verbrennungsmotor keine Zukunft hat. Sie stehen einem Strukturwandel in ihrem Bereich gegenüber, der für sie und für ihre Familien hohe Risiken birgt. Werden alle ihre Jobs behalten? Was steht einem 50-jährigen Industriearbeiter bevor, wenn er seinen Job verliert? Ein Leben in Hartz IV? Wir sagen, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren, weil es zu persönlichen Härten führen würde. Und es darf auch nicht passieren, weil Rechtsextreme bereitstehen, gesellschaftliche Verunsicherung in brutalen Hass gegen Minderheiten zu verwandeln. Ihr Ziel besteht darin, unseren gesellschaftlichen Konsens aufzulösen und unsere Demokratie in einen autoritären Staat zu verwandeln. Und unsere Aufgabe hier als Demokraten in diesem Parlament ist es, diesem Hass eine am Wohl aller Menschen orientierte Politik entgegenzusetzen. Politik greift zu kurz, liebe Bundesregierung, wenn sie sich unaufhörlich an Einzelmaßnahmen abarbeitet und dabei keine Richtung erkennen lässt. Die Menschen da draußen haben eh schon lange den Eindruck, dass diese Regierung wenig Gemeinsames voranbringt. Und das lässt auch diese Debatte erkennen. Bestenfalls holt jeder etwas für sich heraus. Die Union, die Mütterrente, die SPD bekommt was anderes und Johannes Kahrs für seinen Wahlkreis dann noch irgendein Geschenk. Und ehrlich gesagt, der Eindruck wird nicht besser, wenn man diese Haushaltsberatungen beobachtet. Sie reden über die Klimakrise, alle reden hier plötzlich über die Klimakrise. Wahrscheinlich, ich nehme es an, weil es gerade en vogue ist, Angela Merkel hat gerade die Klimakrise, die Klimafrage zur Menschheitsfrage erklärt. Und natürlich hat sie recht. Aber das Problem ist, dass sie in all den Jahren dagegen nichts getan hat. Das ist empörend. Und etwas dagegen zu tun, würde aber auch bedeuten, den Menschen, die verunsichert sind oder sich vor dem sozialen Abstieg fürchten, Sicherheit zu geben. Stattdessen halten Sie am starrsinnigen Dogma der schwarzen Null fest und investieren eben nicht systematisch in unsere Zukunft, weder ökologisch noch sozial.
Wo ist die Garantierente, die wir seit vielen Jahren als Grüne fordern, um Altersarmut zu verhindern? Wo ist die Garantiesicherung, die nicht gängelt wie Hartz IV, sondern Perspektiven schafft? Und wo bleibt das Wunsch- und Wahlrecht von Arbeitslosen statt Maßnahmen von der Stange? Und wo wir schon beim Wunsch- und Wahlrecht sind, jetzt mal zu einem anderen Thema. Liebes BMAS, Jens Spahn plant gerade ein Gesetz, mit dem er Beatmungspatienten in Heime zwingen möchte, um Geld zu sparen. Das geht auch Sie etwas an, lieber Minister. Ihr Haus hat die Aufgabe, für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in diesem Land zu sorgen. Ich erwarte Sie auf der Palme, damit das nicht passiert, was das Haus von Jens Spahn hier plant. Ich sage zum Schluss, nur eine inklusive Gesellschaft, die niemanden hängen lässt und auf die Begegnung von Vielfalt auf Augenhöhe zielt, wird den vielfältigen An- und Herausforderungen der Zukunft standhalten können. Daran müssen wir alle arbeiten. Herzlichen Dank. Stefan Stracke, CDU/CSU, ist der nächste Redner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Deutschland ist ein starkes Land. Wir sind wirtschaftlich erfolgreich, und wir wollen, dass dieser Erfolg tatsächlich auch bei allen in diesem Land ankommt, bei Geringverdienern, Normalverdienern, bei Familien, bei Arbeitslosen oder kranken Menschen. Und für diesen sozialen Zusammenhalt in unserem Land steht der Haushalt des Bundessozialministeriums. Deutschland hat einen starken und leistungsfähigen Sozialstaat. Der Haushalt des BMAS ist auch in diesem Jahr der größte Einzeletat mit fast 150 Milliarden Euro. Das entspricht rund 40% an den Gesamtausgaben des Bundes. Und die Sozialleistungen in Deutschland übersteigen in diesem Jahr in der Summe erstmalig die 1.000-Milliarden-Euro-Grenze. Mit anderen Worten, jeder dritte Euro wird für Sozialleistungen ausgegeben. Das zeigt, Deutschland ist ein starker und leistungsfähiger Sozialstaat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die schwarz-rote Koalition hat in dieser Legislaturperiode viel getan für die Menschen. Wir bauen seit dem Jahr 2015 Jahr für Jahr die kalte Progression ab. Wir haben den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung gesenkt, die Parität bei der Krankenversicherungsbeiträgen wieder eingeführt. Das bedeutet, wir entlasten die arbeitende Mitte in unserem Land, mehr netto vom Brutto für rund 33 Millionen Beschäftigten, die mit ihren Beiträgen die sozialen Sicherungssysteme am Laufen halten. Und zum 1. Juli 2019 haben wir das Kindergeld um 10 Euro erhöht, den Kinderzuschlag reformiert. Und wir wollen auch den Solidaritätszuschlag ab 2021 für 90% der Zahler vollständig abbauen und für weitere 6,5% senken. Die Richtung stimmt, das Ziel noch nicht ganz. 30 Jahre nach dem Mauerfall gehört der Soli nicht mehr in die Gehaltszettel der Menschen. Er gehört in die Geschichtsbücher, er hat ausgedient. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben die soziale Absicherung von Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können, spürbar ausgebaut. Und wir haben auch die Kindererziehungszeiten für Frauen, für Kinder, die vor 1992 geboren sind, auch noch mal spürbar verbessert. Davon profitieren 10 Millionen Eltern in ganz Deutschland. Das war uns als Union, als CSU besonders wichtig. Ein großer Erfolg, weil er konkret bei den Menschen ankommt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wer Kinder erzieht oder andere Menschen pflegt, der hat all unsere Wertschätzung und Unterstützung verdient. Angehörige von pflegenden Menschen sind Helden des Alltags. Sie kümmern sich nicht nur hingebungsvoll um den Pflegebedürftigen, sondern oftmals müssen sie auch ihre eigene berufliche Entwicklung und ihr Privatleben zurückstellen. Sie leisten damit einen großen Dienst. Ich danke dafür. Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, sie zu unterstützen und finanziell zu entlasten. Aus diesem Grund wollen wir, dass Angehörige von Pflegebedürftigen erst ab einem Einkommen von mehr als 100.000 Euro im Jahr einen Beitrag zu den Pflegekosten leisten. Und wir wollen auch den Arbeitsalltag von Pflegekräften spürbar verbessern.
Zentral geht es dabei um mehr Zeit, mehr Personal und um mehr Wertschätzung. Pflegekräfte leisten viel und sie verdienen auch eine gute Bezahlung. Und dafür wollen wir jetzt auch den notwendigen gesetzlichen Rahmen schaffen, damit dies tatsächlich überall in Deutschland gelingt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir wollen die Lebensleistung von Menschen im Alter belohnen. Es muss in der Grundsicherung tatsächlich einen Unterschied machen, ob ich lange gearbeitet habe, Kinder erzogen habe oder gepflegt habe, oder ob ich dies eben nicht getan habe, weil ich wenig oder gar nicht gearbeitet habe. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Leistung muss sich lohnen. Und das haben wir auch im Koalitionsvertrag so vereinbart und daran halten wir fest. Und dann gilt in diesem Bereich nicht die Gießkanne. Das DIW hat es ja jetzt mit der Bertelsmann-Studie nochmals deutlich gemacht, wie wenig zielgenau die Grundrente, die derzeit auf dem Tisch liegt, tatsächlich ist. Wenn 85% derer, die hier begünstigt werden sollen, gar keinen Bedarf haben und gar keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen, dann zeigt, sie ist nicht zielgenau. Und wir müssen diese an dem tatsächlichen Bedarf orientieren. Und dann muss diese auch solide finanziert sein und eben nicht auf Kosten der Sozialkassen, so wie dies zum Beispiel auch vorgesehen ist. So haben wir es nicht vereinbart, sondern so, dass wir diese Gießkanne vermeiden wollen und eine klare Finanzierung aussteuern. Weiterbildung und Qualifizierung sind von zentraler Bedeutung für unsere Gesellschaft. Der rasante technische Fortschritt und die zunehmende Digitalisierung verändern tiefgreifend die Anforderungen an die Arbeitswelt. Aus diesem Grund haben wir auch diejenigen Unternehmen unterstützt, die sich dem Strukturwandel stellen. Und dies tun wir auch mit der nationalen Weiterbildungsstrategie. Die konjunkturelle Situation hat sich in der Tat etwas verschlechtert, aber von Krise können wir nicht reden. Aber jeder kann klar und sich darauf verlassen. Wir werden, wenn eine wirtschaftliche Krise kommen sollte, werden wir schnell und unbürokratisch unterstützen. Wir sind dazu finanziell in der Lage und wir haben auch das geeignete Instrumente. Und diese Instrumente, die uns erfolgreich durch 2009 und 2010 geführt haben, diese sind auch diejenigen, die wir dann wieder aufrufen wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die Veränderungen im Rahmen der Globalisierung und durch den digitalen Wandel bedürfen für die Menschen einen verlässlichen Sozialstaat. Und unser Sozialstaat ist gut und stark, weil wir wirtschaftlich stark sind. Und daran wollen wir festhalten und alles dafür tun, dass dies so bleibt. Herzliches Dankeschön. Vielen Dank, Herr Präsident. Jetzt hat das Wort der Kollege Michael Groß, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte mal einen Schluck aus dem Glas von Hubertus Heil nehmen, aber nur einen ganz winzigen. Das wollen viele. Die Relationen, die du gerade dargestellt hast, sind natürlich nicht richtig, aber ich komme da gleich noch mal drauf. Wer am Mittwoch unserem Fraktionsvorsitzenden zugehört hat, unserem Rolf Mützenich, der hat gehört, dass wir gerecht regieren wollen. Und wir wollen für mehr Gerechtigkeit sorgen. Wir wollen Brücken bauen und Gräben zuschütten, statt Gräben aufwerfen. Wir wollen Inklusion und Integration. Wir wollen den Menschen helfen, die schutzbedürftig sind und unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Und dieser Haushalt mit fast 150 Milliarden Euro, lieber Hubertus, ist genau das, was wir dazu brauchen. Herzlichen Dank an dein Haus, an dich und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und mich wundert schon, dass ich jetzt anderthalb Stunden immer Ekstase erlebt habe bei denjenigen, die das Land so schlecht reden, dass man das Gefühl hat, es gibt hier keine positive wirtschaftliche Entwicklung. Oder es gibt auch nicht mehr Menschen, die vom Tariflohn oder Mindestlohn profitieren. Oder von steigenden Renten in den letzten Jahren +3%. Es gibt aber auch viele, und das hat Hubertus Heil deutlich gemacht vorhin, dass wir denjenigen helfen müssen, die eben nicht auf dem Weg sind, von diesem Wirtschaftswachstum zu profitieren. Und ich habe mich gefreut, dass natürlich viele jetzt unterwegs waren, wir hätten ja fast gemeinsam fahren können, in den Jobcentern unterwegs zu sein. Ich bin froh über jeden, der sich damit auseinandersetzt,
Und ich freue mich auch, dass die Union sagt, ein erfolgreiches Instrument. Übrigens, der Tariflohn war dabei noch ein wichtiger Hebel, um das überhaupt in die Fläche zu bekommen. Ich habe selbst natürlich auch, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme, sehr viel mit den Jobcenter-Leitern, Bundesagentur-Leitern gesprochen. Wir werden in der nächsten Woche einen Termin mit ihnen haben. Und es ist ein Instrument, was vielen Menschen im Ruhrgebiet hilft, bundesweit, aber insbesondere im Ruhrgebiet. Und ich kann Ihnen sagen, es ist genauso, wie viele Kolleginnen und Kollegen es schon beschrieben haben. Es gibt eine große Zufriedenheit bei denen, die typischerweise über 45 sind häufig, die keinen Berufsabschluss haben, die sagen, ich habe jetzt wieder eine Aufgabe am Tag, ich bin Vorbild für meine Kinder, für meine Familie, und das haben wir gut gemacht, Herr Hubertus Heil und wir in der Regierungskoalition. Wir müssen aber auch sehen, und deswegen widerspreche ich denjenigen, die alles nur schwarz sehen, dass in Deutschland investiert wird. Wir haben einen Fachkräftemangel. In Mahl, im Chemiepark, werden gerade 1 Milliarde Euro investiert. Und wir suchen händeringend auch Facharbeiter, Facharbeiterinnen. Ähnlich ist es im Bereich der Pflege. Diejenigen, die Pflegeeinrichtungen betreiben, suchen händeringend Fachkräfte. Es sind hauptsächlich Frauen und finden keine. Häufig wird das Problem dann über Zeitarbeit gelöst, aber es kann keine Lösung sein. Und deswegen begrüßen wir natürlich auf Äußerste, dass die Bundesagentur für Arbeit mit Triple Win versucht, im Ausland Fachkräfte zu gewinnen. Und das ist auch die Zukunft. Deswegen bin ich auch froh, dass wir im nächsten Jahr das Fachkräfteeinwanderungsgesetz haben werden, das in Kraft tritt und wir Menschen aus dem Ausland gewinnen werden, die bei uns arbeiten wollen, die bei uns pflegen wollen, die uns helfen wollen, dieses Land auch nach vorne zu bringen. Ein letzter Satz. Wir investieren viel in Bildung, in Forschung, 18 Milliarden, neben den 149 Milliarden für den Bundeshaushalt von Hubertus Heil. Dazu kommen die Milliarden der Länder. Also, wer hier behauptet, wir investieren nicht in Bildung, sagt nicht die Wahrheit. Wir investieren 40 Milliarden zusätzlich in Beton, Steine und Breitband. Eine Rekordsumme. Das werden wir jetzt über Jahre verstetigen. Und deswegen ist das ein sozialdemokratischer Haushalt, der in die Zukunft weist, der Menschen unterstützt, der aber auch in alle anderen Infrastrukturen investiert. Und das ist gut so. Herzlichen Dank, Glück auf. Nächster Redner ist der Kollege Axel Fischer, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Lieber Michael Groß, ich widerspreche dir ungern, aber es ist kein sozialdemokratischer Haushalt, sondern ein Haushalt unserer Koalition. Und es ist in Summe ein Haushalt, über den sich zu diskutieren lohnt. Und wie du zu Recht darauf hingewiesen hast und wie viele Redner schon gesagt haben, ist es mit Abstand der größte Einzelplan, den wir heute diskutieren, Einzelplan 11 am Gesamthaushalt. 148,56 Milliarden Euro geplant, 3,3 Milliarden mehr als im letzten Jahr. Und ich möchte auf ganz wenige Punkte ganz kurz eingehen. Zum Ersten auf die Arbeitsmarktpolitik. Die Bundesregierung schlägt vor, 37 Milliarden Euro dafür zu veranschlagen. Das ist 1 Milliarde weniger als im Vorjahr. Und das bildet die gute wirtschaftliche Entwicklung ab, die wir die letzten Jahre hatten. Einsparungen waren auch möglich. 20,2 Milliarden Euro beim Arbeitslosengeld II sind 400 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. 6,2 Milliarden Kosten der Unterkunft und Heizung, 500 Millionen weniger als im Vorjahr. Für den Eingliederungstitel sind 10,1 Milliarden Euro vorgesehen. Das trägt den hohen Herausforderungen Rechnung, die an der Vermittlung und Qualifizierung von Arbeitskräften gestellt werden. Und, meine Damen und Herren, auch das war hier heute schon Thema. Es war die Woche über mehrfach festgestellt worden. Die wirtschaftliche Entwicklung ist derzeit aufgrund vielfältiger Einflüsse nicht so, wie wir das wünschen. Und Peter Weiß hat auch einige Einflüsse schon genannt. Brexit, Handelskriege, Steuer- und Abgabenlast, Fachkräftemangel, nachlassende Konjunktur, Verschuldung, Überregulierung. Meine Damen und Herren, deshalb hat die Konjunktur spürbar nachgelassen. Unsere Unternehmer schauen skeptischer in die Zukunft und auch Finanzmarktexperten sehen erhebliche Abwärtsrisiken.
Auch die Arbeitslosigkeit hat sich leicht erhöht. Es ist aber noch nicht ganz klar, meine Damen und Herren, ob es sich um einen Wendepunkt handelt oder eine kurzfristige konjunkturelle Eintrübung. Vieles spricht allerdings für eine weitere Abwärtsbewegung, nicht nur der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch am Arbeitsmarkt. Doch wir sind gerüstet, Vorredner haben schon darauf hingewiesen. Und in 2 Monaten bei der Verabschiedung des Bundeshaushalts wissen wir auch darüber, dank Herbstprognosen und Entwicklungen, deutlich mehr. Meine Damen und Herren, wieder größter Ausgabenposten des Bundeshaushalts ist der Bereich Rente. Man sieht, die ältere Generation liegt uns am Herzen. Und meine Damen und Herren, ein ganz wichtiger Satz, den man nicht oft genug wiederholen kann. Rente ist Lohn für Lebensleistung. Das sollten wir immer wieder deutlich machen. Die dynamische Steigung der Ausgaben in Höhe von jetzt 109,56 Milliarden Euro, also knapp 110 Milliarden Euro, sind der Hauptgrund für den Anstieg des Einzelplans 11. Der Löwenanteil davon, 101,77 Milliarden Euro, fließen an die Rentenversicherung. Das sind 3,76 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. 7,7 Milliarden Euro sind vorgesehen für die Grundsicherung im Alter, 600 Millionen mehr als im Vorjahr. Und die Zukunftsperspektiven sind auch ohne zusätzliche Leistungen wie eine Grundrente und Ähnliches bereits jetzt sehr dynamisch. Meine Damen und Herren, in dieser Woche wurde viel über Zuwanderung, insbesondere von Flüchtlingen und Scheinflüchtlingen und vor allem den unerwünschten Folgen diskutiert. Weniger wurde jedoch über Herausforderungen gesprochen, denen wir gegenüberstehen. Denn wenn wir überhaupt etwas erreichen wollen, müssen wir die Zuwanderung von Fachkräften weiter erfolgreich vorantreiben. Nicht zuletzt auch deshalb nehmen wir für die Integration am Arbeitsmarkt Billionen in die Hand. In den Veranschlagungen zu den Integrationskursen und zur berufsbezogenen Deutschsprachförderung sind im Entwurf zum Bundeshaushalt 2020 allein für Sprachausbildung von Menschen, von Migranten, gut 1 Milliarde Euro vorgesehen. Hinzu kommen Mittel zur Integration in den Arbeitsmarkt. Mit all diesen Mitteln eröffnen wir all den Migranten eine Perspektive, die bereit sind, am Arbeitsmarkt teilzunehmen und sich in die Gesellschaft zu integrieren. Und Interesse ist bei vielen Zuwanderern offensichtlich vorhanden. Immerhin arbeiten rund 1/3 der aus Kriegs- und krisenähnlichen Gebieten stammenden Menschen. Und das sind mehr, als uns vor Jahren noch prognostiziert wurde. Sie sehen, dieses in Arbeit bringen, das Modell ist erfolgreich. Die Bundesagentur für Arbeit hat in den letzten Jahren mit Herrn Weise an der Spitze die richtige Richtung eingeschlagen und geeignete Maßnahmen eingeleitet, die jetzt mit der erfolgreichen Umsetzung und Weiterentwicklung unter Herrn Scheele deutliche Erfolge zeigen. Dieser Tage erreichte mich die Nachricht, dass Integrationsförderung für Frauen in der Bundesagentur für Arbeit in Baden-Württemberg intensiviert wird. Das erscheint deshalb sinnvoll, denn Frauen haben nach vorliegenden Erkenntnissen erheblich größere Integrationsprobleme als zugewanderte Männer. Die Bundesagentur für Arbeit ist also nach ersten Notmaßnahmen, die sie 2015, 2016 eingeleitet hat, nun erfolgreich dabei, ein funktionierendes Integrationssystem zu etablieren, das jetzt noch verfeinert und im Feintuning quasi richtig eingestellt wird, um die vorhandenen Bedürfnisse und Bedarfe zugeschneidert wird. Als Gesetzgeber haben wir im Juni, es wurde auch mehrfach angesprochen, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zur Gewinnung geeigneter Fachkräfte verabschiedet. Damit wollen wir dem absehbar größeren zukünftigen Fachkräftemangel begegnen. Ein bereits heute brennendes Problem ist der Mangel an Pflegekräften. Doch Hoffnung auf bessere Situationen macht mir die weltweite Ausdehnung der Suche nach Pflegekräften. Zum Beispiel war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor kurzem in Mexiko und hat sich um dieses Thema schon intensiv gekümmert. Und ich hoffe auch, wie der Kollege Michael Groß, dass die Bundesagentur für Arbeit zusammen mit der GIZ mit ihrem noch jungen Programm Triple Win, das eine faire Arbeitsmigration unter staatlicher Aufsicht ermöglichen soll, erfolgreich sein werden. Damit können dringend benötigte Arbeitskräfte nicht nur im Pflegebereich Arbeits- und Lebensperspektive in Deutschland eröffnet werden. Meine Damen und Herren, langfristig mindestens genauso wichtig wie die Zuwanderung aus dem Ausland
ist die Qualifikation der hiesigen Kinder und Jugendlichen. Dazu zählt in erster Linie und nicht nur bei Kindern mit Migrationshintergrund das Erlernen der deutschen Sprache für deren sicheren Gebrauch. Bayerns Ministerpräsident Söder hat Integrationsklassen eingerichtet, damit Kinder später dem Unterricht folgen und die Inhalte überhaupt verstehen können. Dort gibt es auch in einzelnen Städten von kommunaler Seite aus attraktive Sprachangebote für Kleinkinder und deren Mütter. Leider gibt es andere Bundesländer. Auch nach 4 Jahren haben sie es nicht geschafft, die große Zuwanderungswelle mit die entsprechenden Sprachmöglichkeiten, die Fördermöglichkeiten einzurichten. Dies mag teilweise daran liegen, dass Kommunen mit hohem Migrationsanteil, wie etwa im Ruhrgebiet, finanziell aus dem letzten Loch pfeifen. Zentral ist jedoch, dass genau diese Kinder es sind, die in 10, 12, 15 Jahren in unseren Arbeitsmarkt eintreten und dann über Jahrzehnte hinweg Leistungen erbringen sollen. Meine Damen und Herren, sicherlich sind diese Kinder der Migranten mit Migrationshintergrund nicht alles Edelsteine oder Halbedelsteine, aber es liegt im ureigenen Interesse der Verantwortung der Länder, diese Steine zu schleifen, das heißt, diesen jungen Menschen eine Lebensperspektive in unserer Gesellschaft zu ermöglichen und ihnen die Chancen für eine angemessene gesellschaftliche Teilhabe zu eröffnen. Ich bin hoffnungsfroh, dass es dies in der Zukunft gelingen wird, und ich freue mich vor diesem Hintergrund sehr auf die Beratung des Bundeshaushaltes, die wir jetzt gemeinsam tun werden. Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen zu diesem Einzelplan liegen nicht vor.